Das Mikro scheint zu funktionieren hier auch. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle heute Abend zu unserer Veranstaltung der Generationenhochschule mit dem aus meiner Sicht sehr spannenden Thema: Die Wachstumsparty ist vorbei. Wie kann Wirtschaft noch funktionieren? Und unser Referent ist Professor Dr. Nico Pech von der Universität Siegen. Und wir haben ja immer viele Veranstaltungen, die wir halt in unterschiedlichem Nachhaltigkeitskontext hier auch mit einbringen in die Generationenhochschule, sodass halt die heutige Veranstaltung in Kooperation mit unserer Kommission Nachhaltige Hochschule Harz organisiert wurde. Es ist die vierte Veranstaltung. Wir freuen uns, dass sowohl in Bezug auf die Generationenhochschule als auch in Bezug auf das normale Leben wir nach wie vor ein ziemlich normales Semester haben mit Vorlesungen, mit Betrieb studentischer Initiativen, auch mit Partys und halt auch mit Generationenhochschulveranstaltungen, die in Präsenz stattfinden können, wobei wir diese Veranstaltungen dann halt auch auf unserem YouTube-Kanal praktisch live übertragen und die Videos der Veranstaltung sowohl von der Generation als auch von unserer Kinderhochschule halt auch dann im Nachgang noch nachverfolgt werden können an der Stelle. Die nächste Generationenhochschule hat wieder im Prinzip auch ein Nachhaltigkeitsthema, ein Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Am 10. Januar werden wir hier den Referenten Dr. Roland Pietsch, den Leiter unseres Nationalparks Harz, begrüßen, der über den Nationalpark Harz spricht mit dem Untertitel Wilder denn je, Waldwandel nach Monotonie in der Klimakrise. Also wir sind nicht so weit von dem Thema des heutigen Abends entfernt an der Stelle. Die Hochschule selber befindet sich in der Endphase des Semesters. Das ist parallel zur Endphase des Jahres. Unsere Lehrveranstaltungen enden, ich glaube, am 21., am Mittwoch vor Weihnachten. Und im Januar haben wir dann hier noch eine Prüfungsphase. Und von daher ist unser Wintersemester ein bisschen früher beendet als an vielen anderen Hochschulen, was auch angesichts der Energiekosten im nächsten Jahr vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass wir das Semester in etwas wärmere Jahreszeiten halt verlagert haben seit vielen Jahren an der Stelle. In der Villa läuft aktuell unsere Kunstausstellung mit dem Thema Vereinzelt heiter von Corwin Reich, Malerei und Zeichnung. Wer dort Interesse hat, kann diese Ausstellung montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr besuchen. Und sie ist jetzt im Dezember letzte Woche gestartet und ist noch bis Februar zu sehen. Ja, wir haben heute, wie gesagt, das Thema Wachstumsparty ist vorbei. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nico Pech einen wirklich überregional bekannten Vertreter der Postwachstumsökonomie hier unter uns besuchen dürfen. Herr Pech studierte Volkswirtschaftslehre an der Uni Osnabrück nach unseren Kenntnissen und promovierte auch dort, wechselte dann an die Karl von Ossietzky Universität Oldenburg, hat sich dort 2005 habilitiert und vertrat von 2008 bis 2016 den Lehrstuhl für Produktion und Umwelt. Derzeit lehrt und forscht er an der Universität Siegen, insbesondere dort auch im Masterstudiengang Plurale Ökonomik. Er ist in vielfältigen nachhaltigkeitsorientierten Forschungsprojekten, Netzwerken und Initiativen aktiv und vielleicht passt das auch zu seinem Wissenschafts- und Wirtschaftsansatz, dass er sich auch dort in Genossenschaften stark mit einbringt. Das vielleicht ein paar Informationen zu unserem Referenten, dem ich an der Stelle gerne das Wort übergebe. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zuvorderst für die freundliche Einladung nach Wernigerode bedanken. Was für ein schönes Städtchen. Ich bin da ganz durchgelaufen und bin ganz begeistert und
kann mit Sicherheit sagen, dass ich hier heute bestimmt nicht das letzte Mal dann gewesen sein werde. Jetzt müssen wir noch irgendwie, ach, da ist ja schon die Präsentation. Ich dachte, ich müsste das selber umschalten. Ja, die Wachstumsparty ist vorbei. Wie kann, da ist ein Fehler. Wie kann Wirtschaft noch funktionieren? Sorry, das ist ein Demenzfehler. Okay, wie können wir noch funktionieren? Wie kann Gesellschaft noch funktionieren? Hätte da auch stehen können. Also, um den peinlichen Fehler zu übergehen, schalte ich gleich weiter zur Agenda des heutigen Abends. Die ist sehr überschaubar, aber zwischen den einzelnen Eintragungen hier in diesem Inhaltsverzeichnis verbirgt sich doch so einiges und ich muss aufpassen mit Blick immer auf die Uhr, dass ich den Zeitrahmen nicht überschreite. Denn alleine der erste Punkt, Wachstumskritik im Nachhaltigkeitsdiskurs vertiefend darzustellen, würde schon fast eine halbe Vorlesung in Anspruch nehmen. Aber hier dürfen es natürlich heute nur ein paar Minuten sein. Dann möchte ich Bausteine eines Lösungswegs vor dem Hintergrund des Verlustes an Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation zur Besichtigung freigeben. Und dann möchte ich aber auch mit Ihnen einen kritischen Blick auf die Frage werfen, woran es denn nun liegt, dass wir bis heute auf diesem Planeten mit einer nachhaltigen Entwicklung noch nicht begonnen haben. Nirgends. Auch nicht in Deutschland, am allerwenigsten in Deutschland übrigens. Und dann möchte ich noch auf die Frage eingehen, wie denn mögliche Transformationsszenarien aussehen könnten. Welche Rolle würde der Politik zukommen, wenn sie denn handlungsfähig wäre, Klammer auf, ist sie natürlich nicht, aber man kann ja darüber philosophieren. Und da sie aber nicht handlungsfähig ist, das soll schon eine erste These sein, werden wir wohl dazu übergehen müssen, die Zivilgesellschaft etwas stärker in den Blick zu nehmen. Will sagen, wenn wir überhaupt noch einen Ausweg finden aus der ökologischen Misere, wird er seinen Ursprung nicht in Berlin oder Brüssel haben, sondern nur in den dezentralen Reallaboren, die eine aufgeklärte Zivilgesellschaft in der Lage ist, hervorzubringen. Und dann werde ich, wenn die Zeit ausreicht, noch ein kleines Fazit zum Besten geben. Mir wurde aufgetragen, so um etwa 18 Uhr dann auch wirklich eine Pause einzuläuten, damit Sie sich mal die Beine vertreten können oder sich von dem erholen können, was ich Ihnen heute Abend zumuten möchte. Ja, zunächst einmal glaube ich, dass wir eine doppelte Wende eigentlich vollzogen haben im Hinblick auf die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften und im Hinblick auf die Frage der Nachhaltigkeit. Die abendländische Philosophie, man könnte auch von der mittelalterlichen Philosophie sprechen, beruhte bis zum Zeitpunkt der kopernikanischen Wende auf einer Nullsummenlogik. Das bedeutete, dass alles miteinander verwoben ist auf diesem Planeten und es keine Möglichkeit gibt, den Reichtum der Güter zu vermehren. Wenn das beides zutrifft, dass alles miteinander verwoben ist und die Reichtümer der Erde nicht vermehrbar sind, dann steht jedem Individuum im Kosmos ein bestimmter Platz zu. Und wer versucht, diesen Platz zu verlassen, nämlich dadurch, dass er oder sie versucht, reicher zu werden oder sich mehr zu nehmen, als ihm oder ihr zusteht, dann kommt das einer Ungerechtigkeit gleich. Und damals herrschte der Glaube vor, dass diese Ungerechtigkeit irgendwann gesühnt wird. Metaphorisch dafür war die Rachegöttin Dike. Das ist auch die Göttin der Gerechtigkeit. Und die hat dann eine solche Ungerechtigkeit, wenn Menschen sich zu viel anmaßten, abgestraft durch Blitz und Donner, durch Feuer, durch Heuschreckenschwärme, durch Kriege, durch Überflutungen oder durch andere Naturkatastrophen. Ja, sicherlich. Immanuel Kant würde sagen, die damals noch nicht mündigen, also noch nicht aufgeklärten Menschen, haben an so eine Form der Gerechtigkeit geglaubt. Dann brachen wir aber auf in das Zeitalter der Moderne und haben uns befreit von derlei Aberglauben. Wir haben aus dem Nullsummenspiel ein Positivsummenspiel gemacht, in dem wir technischen Fortschritt, politischen Fortschritt, institutionellen Fortschritt, vor allem aber auch sozialen Fortschritt angestrengt und hervorgebracht haben, damit Menschen aus diesem engen Korsett der mittelalterlichen Philosophie ausbrechen konnten, das heißt reicher werden konnten, freier werden konnten. Der Unterschied zwischen Freiheit und Reichtum ist mir nie klar geworden. Immer wenn wir so heroisch über die Freiheiten reden, die wir den Menschen zugestehen wollen, ist eigentlich, das verschweigen wir meistens, niemals etwas anderes damit gemeint, als mehr zu konsumieren,
mehr technisch ermöglichte Bequemlichkeit in Anspruch zu nehmen, mehr zu reisen und so weiter und so fort. Wir haben also eine Wertschöpfung betrieben durch die Industrialisierung, durch vor allem den Einsatz von Technologie. Und hier, glaube ich, lauert der fundamentale oder vielleicht sogar der tragischste Irrtum der Moderne, nämlich zu glauben, dass Menschen Kraft ihrer Kreativität, Kraft ihres Fleißes, Kraft ihrer Schaffenskraft oder auch Kraft unternehmerischer Strategien oder Kraft unternehmerischen Wagemuts sozusagen aus dem materiellen Nichts heraus einen Wohlstand erschaffen können. Wir haben es nie geschafft, irgendeinen Zuwachs an Wohlstand auf diesem Planeten ohne ökologische Schäden herbeizuführen. Jedenfalls dann nicht, wenn wir die Art und Weise des Wohlstandes und vor allem die dabei eingesetzten Technologien mal untersuchen, unter dem Aspekt der Thermodynamik, nämlich genau genommen unter dem Aspekt der Frage, inwieweit da, wo wir glauben, dass wir eine ökologisch reine Steigerung der Wertschöpfung haben, die ökologischen Schäden einfach nur verlagert werden, zeitlich, räumlich, stofflich und systemisch. Damit wären wir beim Thema der sogenannten Rebound-Effekte. Das ist ein Überbegriff aus der Nachhaltigkeitsforschung, der all die Schäden zusammenfasst, die wir nicht einkalkulieren konnten, wann immer wir technischen Fortschritt befördert haben, der eben zum Ergebnis hat, dass wir mehr Güter haben und damit eben mehr materielle Freiheit. Und vor allem hat sich auf diesem Irrtum so etwas wie ein auch Gerechtigkeitsmissverständnis etablieren können. Wir sprechen heute von Leistungsgerechtigkeit. Wir erwidern auf die Forderung nach einer Reduktion unseres Reichtums, um ökologisch überleben zu können, erwidern, dass der Reichtum doch das Resultat unserer Arbeit sei und es doch einer Enteignung oder einem Verzicht gleichkäme, wenn wir weniger konsumieren und nicht mehr so viel fliegen und nicht mehr so viel Fleisch essen würden und nicht jedes Jahr ein neues digitales Endgerät kaufen würden. Denn wir haben das ja alles bezahlt. Und das Geld, womit wir sozusagen die Güter bezahlen, haben wir ja irgendwie verdient. Nein, haben wir nicht. Unser Reichtum, den wir mit Zähnen und Klauen jetzt auch gegen jede ökologische Vernunft verteidigen, ist nicht das Resultat unserer Arbeit. Es ist das Resultat einer reinen Plünderung, auch nicht nur ökologischer Art. Der Reichtum ist physischer Natur und unsere Arbeit ist nicht mehr physischer Natur. Meine Großeltern haben noch gearbeitet, sind auch nicht so alt geworden. Wir arbeiten nicht, wir lassen arbeiten. Wir suchen Hochschulen auf, lassen uns akademisieren und verarbeiten Informationen. Wir sprechen den ganzen Tag, wir bedienen natürlich auch Smartphones oder Touchscreens. Wir delegieren, wir organisieren, wir institutionalisieren. Wir machen alles, nur eins nicht, wir arbeiten nicht mehr. Maschinen arbeiten. Unser Reichtum ist das Resultat nicht unserer Hände Arbeit, sondern das Resultat von Maschinisierung, Mechanisierung, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung. Das sind die Kanäle, über die wir uns sozusagen reich haben werden lassen. Das heißt, wir haben einen immer größeren physischen Wohlstand ergattert und gleichzeitig unsere physische Gegenleistung in Form von Arbeit immer weiter herabgesetzt, indem menschliche Arbeit eben ersetzt wird durch Maschinen. Und das dann als Leistungsgerechtigkeit oder Äquivalenz darzustellen, ist ein schlechter Witz, woraus so viel folgt wie, würden wir einen Teil unseres Wohlstandes zurückgeben, wäre das eigentlich ein Akt der Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Da kommt sie wieder ins Spiel, die Rache- oder Gerechtigkeitsgöttin Dike, die uns jetzt tatsächlich heimsucht. Es sind zwar keine Heuschrecken, aber ein schrecklicher Krieg in der Ukraine, der vergegenwärtigt, dass unser Wohlstandsmodell ein Kartenhaus ist. Es war die Corona-Pandemie, die Lehman Brothers-Krise, das Platzen der Peak-Oil-Blase eigentlich in den Nullerjahren und dann natürlich auch der Niedergang der New Economy Ende der 90er. Fukushima war auch nicht nur eine Atomkraft-Havarie, sondern eine wirtschaftliche Krise. Und die nächsten Krisen, die stehen an. Solange wir nichts aus den bis dato stattgefundenen Krisen, vor allem der Klimakrise, gelernt haben, ist es praktisch sicher, dass die nächsten Krisen nur eine Frage der Zeit sind. Ich unterscheide jetzt also drei historische Epochen. Die Zeit vor der Industrialisierung,
teilweise die Zeit der Unmündigkeit, des Mittelalters, dann eine Zwischenphase, die man als industrialisierte Moderne bezeichnen könnte und die gekennzeichnet ist durch ökologische Krisen, auf die schon der Club of Rome hingewiesen hat, die aber auch gekennzeichnet ist durch das Fehlschlagen aller Versuche, durch technische Innovation das ökologische Problem zu lösen und die auch zeigt, dass ein weiterer Preis neben dem ökologischen unseres Wohlstandes darin besteht, dass der Wohlstand basiert auf einem Netzwerk der Zulieferketten, sodass, wenn alles mit allem verbunden ist, auch alles den Bach runtergeht, wenn an irgendeiner Stelle ein Störereignis eintritt. Und viertens schließlich ist die aktuelle Phase gekennzeichnet dadurch, dass wir psychische Wachstumsgrenzen erreicht haben. Man könnte ja mal die Frage stellen, ob uns der Wohlstand, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg so potenziert haben, überhaupt glücklicher oder zufriedener hat werden lassen. Die Antwort lautet nein. Seit etwa 40 Jahren, das wissen alle Psychologen, die meisten Geisteswissenschaftler haben es begriffen, die Ökonomen nur zur Hälfte, ist es so, dass ausgerechnet in den boomenden Industrie- und Konsumgesellschaften die Zufriedenheit und die innere psychische Stabilität zu wünschen übrig lassen. Wir sind so gestresst und reizüberflutet, dass man gar nicht mehr sagen kann, dass es so etwas wie ein proportionales Verhältnis gibt zwischen dem Zuwachs der realen Kaufkraft auf der einen Seite und eben dem durchschnittlichen subjektiven Wohlbefinden der davon profitierenden Menschen. Vor dem Hintergrund ist die Postwachstumsökonomik, die ich versuche im Hochschulbereich und darüber hinaus zu etablieren, eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften. Und die verinnerlicht vor allem drei wichtige Fragestellungen, Sie können auch sagen Forschungsbereiche. Zunächst, was lässt sich aus wissenschaftlicher Perspektive zum Kasus der Wachstumskritik sagen? Welche theoretischen und welche empirischen Befunde legen die These nahe, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum auf diesem Planeten keine Option sein kann? Um ökologisch verantwortbar zu leben, ökonomisch stabil zu leben und sozial integer zu leben. Zweitens geht es um die Wachstumstreiber, die dann zu analysieren wären, damit wir in die Lage kommen, eine Gesellschaft eben auch so umzubauen, dass sie nicht nur nicht wächst, sondern am Ende sogar von der Ökonomie her betrachtet, also von der Industriekapazität her betrachtet, sogar kleiner wird. Und drittens schließlich geht es dann um die sogenannte Postwachstumsökonomie. Das ist ein Versorgungssystem. Man könnte sogar sagen, es ist ein Plural unterschiedlicher, sich ergänzender Versorgungsstrategien, die in der Summe dazu führen, dass eben, wie ich schon gerade sagte, die Wirtschaft sehr viel kleiner ist, stabiler ist und sich unter Einhaltung der Maxime globaler Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen darstellen lässt, die unverhandelbar sind. Ich möchte jetzt ganz kurz vier wichtige Gründe oder Kategorien von Kausalitäten benennen, die nahelegen, dass wir eine Reduktionsstrategie vor uns haben. By design or by disaster. Wir können uns auch zurücklehnen und weitermachen, nur dann kommen wir in die prekäre Situation, dass die nächsten Krisen uns das Heft des Handelns aus der Hand nehmen und uns Reduktionsnotwendigkeiten abverlangen. Diese vier Kausalitäten habe ich jetzt nochmal unterteilt unter dem Aspekt einer wirtschaftsethischen Betrachtung. Zunächst sind zwei dieser Gründe, die ich noch kurz nenne und die ich gerade auch schon angesprochen habe, also nur wiederholen muss, im Fahrwasser der Sollensethik zu verorten. Damit ist gemeint, wenn wir ernst meinen mit der Aussage, dass wir aufgeklärt sind, dass wir frei sind, dann tragen wir auch die Verantwortung für die Folgen unseres Handelns. Das wäre also ein Pflichtenkatalog. Aber auf der anderen Seite gibt es Gründe, die für eine Reduktionsstrategie sprechen, die keineswegs als Pflicht aufzufassen sind, sondern eher als eine erweiterte Interpretation von Lebenskunst und Selbstschutz vor Überforderung und Reizüberflutung. Und da würde ich eher von einer Strebensethik reden. Im ersten Fall winkt Immanuel Kant im Hintergrund und im zweiten Fall Aristoteles. Nun zur Verantwortungs- und Sollensethik. Um es nochmal deutlich zu machen, alle bisherigen Versuche, ein sogenanntes grünes Wachstum zu ermöglichen, also Technologie einzusetzen, um unser ohne Wachstum nicht zu stabilisierendes Wohlstandsmodell zu entkoppeln von ökologischen Schäden, sind nicht etwa nur gescheitert. Sie haben eklatante
zusätzliche Schäden verursacht. Jetzt sage ich das, wo normalerweise immer die Tomaten oder die Steine fliegen. Die deutsche Energiewende ist das beste Beispiel. Für mich ist die deutsche Energiewende eine technizistische Ersatzreligion. Was hier alles den erneuerbaren Energieträgern an Wundern zugetraut wird, sprengt eigentlich jeden Rahmen. Ich habe dazu extra Vorträge, die ich Ihnen heute natürlich erspare, weil ich heute einen etwas breiteren Bogen spannen will. Die deutsche Energiewende war immer zum Scheitern verurteilt, weil Politik und Teile der Wissenschaft einfach nicht einsehen wollen, dass es eben thermodynamische Grenzen gibt im Hinblick auf den Einsatz von Technologie. Ich habe ja gerade schon von Verlagungs-, also materiellen Rebound-Effekten gesprochen. Erneuerbare Energieträger lösen kein Problem. Sie verlagern ein Problem aus einem bestimmten physischen Aggregatzustand in einen anderen. Im Übrigen haben wir auch die Idee der Windkraft, der Solarenergie überhaupt nicht begriffen, glaube ich. Das sind systemische Ansätze. Jede Windkraftanlage kann nicht mehr wert sein als die Stromautobahn, die ich dann eben von der Nordsee bauen muss, bis in den Schwarzwald und bis nach Bayern. Und jede erneuerbare Energie schlechthin kann nicht besser sein als die Speicherkapazität, über die ich eine Energiedichte herstelle, ohne die ein Industriemodell schlicht und ergreifend nicht zu betreiben ist. Kohle und Öl sind einfach genial, verstehen Sie? Absolut genial. Man kann das Zeug lagern, man kann das Zeug transportieren, man kann es in jede beliebige Endenergie verwandeln. Allerdings bringen uns diese Energieträger um. Dumm gelaufen. Und wir haben keine Alternative. Die Alternative kann nur sein, einzusehen, dass es mit Technologie alleine nicht geht und wir deshalb logischerweise eine Reduktion unserer Ansprüche als letztes Mittel noch zur Verfügung haben. Ach, spricht das eigentlich gegen Windenergie, was ich gerade gesagt habe? Oder gegen Solarenergie? Natürlich nicht. Eine Energiewende, die diesen Namen verdient, würde für mich bedeuten, sparen, zweitens sparen, drittens sparen, um den Rest an minimierter Energienachfrage, natürlich auf Basis von Wind, von Solarenergie, auch etwas Bioenergie, Geothermie zu befriedigen. Aber diese Technologien können nur zu einer ökologischen Entlastung führen, wenn sie sparsam eingesetzt werden, weil sie definitiv nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben sind. Und der ökologische Preis wird immer höher. Die letzten Naturareale werden im Moment verhunzt, weil wir nicht sparen wollen. Und es funktioniert ja nicht mal. Wenn man so fragt, mal so das Publikum fragt, was sie denn glauben, wie groß der Anteil der erneuerbaren Energieträger in Deutschland inzwischen ist, an der Gesamtprimärenergiebedarfsmenge, dann kommen immer falsche Zahlen. Viele hören gar nicht hin, wenn sie in der Sonntagsrede hören, oh, wir sind bei 45%. Nein, das ist Bruttostromproduktion. Damit kann man ein bisschen Kohle ersetzen, aber auch nur ein bisschen. Und die Steinkohle ist jetzt bei 7,5%. Die Braunkohle bei 8%. Dann bleiben aber über 80%. Das ist vor allem Rohöl und Gas. Und das zu ersetzen durch erneuerbare Energieträger gelingt eigentlich kaum. Auch in der Sanierung der Gebäude sind wir kein bisschen weitergekommen. Das heißt, der Wind liegt derzeit bei nicht mal 3,5%, was den Anteil an der Primärenergie anbelangt. Wenn Sie die Umwandlungsverluste jetzt einrechnen und gehen von Endenergie aus, haben Sie irgendwie 0,3% mehr. Und Solarenergie? Ich stehe auf Solarenergie. Ich habe bei mir auf dem Dach, ich habe zwar keine Wohnung, aber ich habe als Mieter einfach durchgesetzt, dass bei mir eine solarthermische Anlage ist und eine PV-Anlage. Ist doch Ehrensache. PV liegt nicht mal bei 1,3%. Und Solarthermie? Unter 0,4. Und das, nachdem wir 3 Jahrzehnte tüchtig Energiewende betrieben haben. Und jetzt ist die energiepolitische Stunde der Wahrheit angebrochen, wegen der Ukraine. Und was ist? Zusätzliche Atomkraftwerke? Braunkohlekraftwerke werden hochgefahren, Erdgasgeschäfte mit dem Katar und ökologisch ruinöse LNG-Terminals bei mir vor der Haustür gegen jede umweltgesetzliche Maßgabe. Das ist das Resultat, das wir erreicht haben. Ich glaube, das ist ein sehr schmales Resultat. Gut, ich will den Punkt erstmal verlassen. Der zweite Aspekt, der in der Sollensethik verankert liegt, der ist gerade von mir schon genannt worden. Wir leben brutal über unsere Verhältnisse. Wir würden nichts anderes tun, als eine Beute zurückgeben, wenn wir tatsächlich eine Reduktionsstrategie anstimmen. Aber die sollte sozial gerecht sein. Ich werde an späterer Stelle noch mal darauf hinweisen, was ich jetzt schon vorwegnehme. Reduktion kann sogar ein Zuwachs an sozialer Gerechtigkeit bedeuten, wenn die Reduktion da ansetzt, wo es nicht
um basale Grundbedürfnisse geht, sondern dekadenten und ökologisch ruinösen Luxus, der erstaunlicherweise in den letzten Jahrzehnten die höchsten Wachstumsraten hatte. Kreuzfahrten, SUVs, seit übrigens 1. Januar 2018 werden in Deutschland mehr SUVs als sonstige Fahrzeuge neu zugelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Dann vor allem Flugreisen oder auch der Neubau. Ich bin immer wieder begeistert darüber, dass ein Mensch namens Habeck in der Lage ist, also wirklich mit Pathos und fast tränenerstickter Stimme für mehr Klimaschutz zu optieren, aber gleichzeitig verspricht, pro Jahr 400.000 neue Wohneinheiten zu schaffen. Genauso könnte ich Feuer mit Benzin löschen. Ja? Gut, jetzt kommen wir zu der anderen Ebene oder Spalte auf dieser Folie, nämlich der Frage des Selbstschutzes und der Lebenskunst. Die Taube auf dem Dach oder der Spatz in der Hand. Das ist eigentlich eine Spruchweisheit, die jedes Kind kennt. Wir müssen manchmal, wenn wir Sicherheit haben wollen, auf die Taube verzichten. Wir haben aber die Taube auf dem Dach bevorzugt. Wir haben ein Wohlstandsmodell aufgebaut, von dem sich sagen lässt, dass alle materiellen Gegenstände, die Sie in diesem Raum sehen, sind nicht mehr Resultat deutscher Produktion, sondern nur noch teilweise deutscher Produktion, wenn überhaupt. Dieses Gerät hier oder das alles hier, das ganze technische Equipment, kommt sowas von überhaupt nicht aus Deutschland, sondern kommt irgendwo aus Asien, aus Südkorea, China, Taiwan, inzwischen auch sogar aus vielen anderen asiatischen Staaten. Das heißt, wir haben uns komplett abhängig gemacht von globaler Zufuhr. Wir sind nicht nur erpressbar, wie wir jetzt erleben, sondern wir sind auch hilflos. Der Weg in den Wohlstand, in dem wir hier die Arbeit abgeschafft haben, durch Akademisierung, durch Digitalisierung, durch ein völlig durchgeknalltes Bildungssystem, diese Art, unser Leben zu verschönern, bedeutet, dass wir komplett verkümmert sind. Wir haben eine verkümmerte Gesellschaft vor uns. Das müssen die Jüngeren jetzt aushalten, wenn ich das sage. Unser Schulsystem hat dazu geführt, dass junge Menschen nur noch über die handwerkliche Fähigkeit verfügen, ein Touchscreen zu bedienen und vielleicht ein Flugticket zu lösen. Aber eine Philips-Schraube von einem Radieschen zu unterscheiden, ist meistens schon zu viel verlangt. Weil das muss ich ja auch nicht wissen, wenn ich mich akademisieren will. Alles klar? Gendern, das können die meisten auch noch. Ist aber auch vielleicht wichtig. Will ich hier nicht diskutieren. Ja, das heißt also, wir haben die Resilienz verloren, die Widerstandskraft, die Fähigkeit, uns unter Umständen selbst zu ernähren, uns selbst zu versorgen. Das ist der Preis für den Marsch in den Wohlstand. Wenn wir zurückkehren wollten zu einer Struktur, die darauf beruht, dass wir wieder eigene Arbeit verrichten, auch handwerkliche Arbeit, auch agrarische Arbeit, dann bedeutet das schon, weniger Wohlstand in Anspruch zu nehmen. Denn die Globalisierung hat uns ja deshalb reich gemacht, weil wir die schmutzige und mühevolle Arbeit dahin gelenkt haben, auf der Erdoberfläche, wo die betriebswirtschaftlichen Kosten minimal sind, wo kaum Steuern gezahlt werden, wo sowas wie Gesundheitsschutz oder Arbeitsschutz keine Rolle spielt und wo Gewerkschafterinnen entweder gar nicht da sind oder im Knast sitzen. So kann man reich werden, das ist klar. Aber die Gefahr ist eben der Verlust der Resilienz. Und die psychologische Resilienz ist uns auch abhanden gekommen, weil wir zeigen können, dass die Depression auf dem Vormarsch ist, die Selbstmordraten nehmen teilweise zu, das Burnout-Phänomen nimmt zu, die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome im Schulsystem sind eklatant, die digitale Demenz ist eklatant und die politische Orientierungslosigkeit mitten im Wohlstand auch. Neue Parteien schießen aus dem Boden, die einfach nur noch zornig aggressiv sind und über ein Establishment schimpfen, obwohl wir noch nie reicher waren. Was hat das alles zu bedeuten? Kann es sein, dass wir auch psychisch über unsere Verhältnisse gelebt haben während der letzten Zeit? Und kann es sein, dass es uns gut täte? Dass es der psychischen Stabilität, dem Wohlbefinden und vielleicht auch der politischen Stabilität eben förderlich wäre, wenn wir unseren Wohlstand zumindest auf ein menschliches Maß senken könnten. Ja, ich möchte vor diesem Hintergrund einen Lösungsweg kurz andeuten, den ich für den einzig möglichen halte. Auf dieser Folie sehen Sie eigentlich, was ich schon zu Beginn gesagt habe, dass wir also durch 4, inzwischen sogar 5 industrielle Revolutionen einen potenziellen Anstieg der Güterproduktion bewerkstelligen konnten. Ja?
ausgehend von der Spätromantik oder der Sturm- und Drangzeit, das war so der Vorabend der ersten industriellen Revolution, schoss dann irgendwann, zumindest in den reichen Ländern, in Europa, Nordamerika, der Wohlstand gen Firmament. Und wir haben damit eben die Belastungsgrenzen der ökologischen Mitwelt hoffnungslos durchbrochen. Und weil ich von der These ausgehe, die können wir übrigens nachher auch kritisch diskutieren, dass uns kein technischer Fortschritt dabei hilft, die ökologische Überlebensfähigkeit wiederzuerlangen, bleibt nach Adam Riese nur die Möglichkeit, unsere materiellen Ansprüche zu senken, sodass wir ein System aufbauen, das innerhalb ökologischer Grenzen darstellbar ist. Und was dann noch möglich ist an Wohlstand, muss gerecht verteilt werden, global gerecht. Und das für mich heißt für mich dann eben, dass nicht die Einkommenssteuer oder die Vermögenslage oder derlei Dinge ausschlaggebend sind für globale Gerechtigkeit, sondern das Quantum an ökologischen Ressourcen, was ein einzelner Mensch für sich in Anspruch nimmt. Das alleine ist der Maßstab für globale Gerechtigkeit. Was das für den Klimaschutz heißt, das wissen alle inzwischen, weil das ja auch in der Politik öfters mal so hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Bei 7,8 Milliarden Menschen und unter der Bedingung der Einhaltung ökologischer Grenzen, heißt für mich das 2-Grad Klimaschutzziel einzuhalten, stünde jedem Individuum noch eine Tonne an CO2 pro Jahr und pro Kopf zu. Und wir liegen in Deutschland bei 12 Tonnen. Wir müssten also alleine im Klimaschutz, ja, und das ist ja nicht das einzige ökologische Problem, allein im Klimaschutz müssten wir es bewerkstelligen, die Belastung zu zwölfteln. Wie das mit Tesla und Windkraftanlagen funktionieren soll, hat mir noch keiner erklären können. Ja, das gerade war die Vogelperspektive. Jetzt kommt, wenn man so sagen will, die Froschperspektive. Ich nenne es die mikroökonomische Perspektive. Was würde denn das Leben in einer kleiner gewordenen und nicht mehr wachsenden Ökonomie für jede und jeden von uns bedeuten? Und da hätte ich folgenden Vorschlag zu machen. Zunächst, ich habe das ja schon zweimal gesagt, dass auch eine Reduktionsstrategie nicht an Gerechtigkeitsmaßstäben vorbeikommt. Gut zu leben, würdig zu leben, ist eine Forderung, die ich unter gar keinen Umständen irgendwie auch nur als Preis riskieren wollte für den Weg in eine Postwachstumsökonomie. Aber was ist denn, wenn wir heutzutage mal auf die Industrienationen schauen, was ist denn so der erste Indikator dafür, ob es gerecht zugeht? Es ist meistens der Blick auf die Arbeitslosigkeit. Menschen, die arbeitslos sind, werden doppelt aus dieser Gesellschaft, man könnte fast sagen, rausgecancelt. Erstens, weil sie eine Einkommensmöglichkeit verlieren und müssen dann Almosen beziehen vom Staat. Und zweitens, weil sie ein Selbstwertgefühl verlieren. Für mich als Wirtschaftswissenschaftler ist das Arbeiten können und dürfen nicht einfach nur ein Akt des Beschaffens von Einkommen. Es ist auch eine kreative Form der Selbstverwirklichung. In einer modernen Gesellschaft ist die Anerkennung und auch der soziale Status eines Individuums sehr wohl verbunden, damit mitzuwirken, am Zustandekommen jener Ergebnisse, die erforderlich sind, damit wir materiell würdig leben. So, wenn die Wirtschaft aber kleiner wird und nicht mehr wächst, dann haben wir weniger an regulärer, also mit Geld entlohnter Arbeitszeit. Und mein Vorschlag wäre, diese weniger gewordene Arbeitszeit einfach möglichst gerecht zu verteilen. Das liefe dann möglicherweise auf eine 20-Stunden-Woche hinaus, die ich jetzt nur beispielhaft hier auf die Folie gekritzelt habe. Es könnte auch eine 18- oder 22- oder 25-Stunden-Woche sein, aber definitiv nicht mehr eine 40-Stunden-Woche. Mal unter uns, wenn wir gar nichts tun und die nächsten Krisen abwarten. Wir werden auch eine Krise erleben, das würde ich dann als Szenario in den Bereich der digitalen Krise so einordnen. Die sogenannte Industrie 4.0 wird alles an menschlicher Arbeit, was wir heute kennen, restlos dezimieren. Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass von den 30 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland demnächst 16 Millionen nicht mehr gebraucht werden. Einige braucht man immer. Aber wir haben so viele Möglichkeiten noch menschliche Arbeitskraft wegzudigitalisieren.
im Bildungsbereich, im Finanzbereich, im Pflegebereich, im medizinischen Bereich, im Großhandel, im Einzelhandel, in der Logistik, was da alles an Fernsteuerung und auch an Mensch-Maschine-Interaktionen schon jetzt als Prototyp geplant und ausprobiert wird, das sprengt teilweise den Rahmen unserer Vorstellungskraft. Dann werden wir sowieso an den Punkt kommen, wo wir das alte Vollbeschäftigungsmodell nicht mehr werden umsetzen können. Also nicht nur aus dem Grund, den ich Ihnen hier versuche nahezulegen, werden wir ohnehin auf ein anderes Arbeitszeitmodell kommen müssen. Dann haben wir aber das zweite Problem, wenn sowas wie eine 20-Stunden-Woche Realität wird. Wie kann man sich denn dann noch würdig versorgen, wenn das Geld geringer wird? Denn ich rede hier nicht, wie die Gewerkschaften das gerne tun, mit ihren Blütenträumen von einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Diese Wundertüte ist auf diesem begrenzten Planeten so nicht mehr plausibel darstellbar. Es geht tatsächlich auch um eine Reduktion des Einkommens. Und wenn das nicht der Fall wäre, würden wir auch nicht die Ökosphäre schützen können. Dasselbe Geld bei weniger Arbeitszeit heißt ja noch mehr konsumieren, noch mehr Kreuzfahrten, noch mehr Weltreisen, noch mehr Work and Travel. Ich meine, das wäre ja Wahnsinn. Ja? Also müssen wir andere Strategien entwickeln, um mit weniger Geld, das heißt mit monetärer Kaufkraft, auszukommen. Und da bieten sich vier Ebenen der Gestaltung an. Die erste nenne ich Suffizienz. Suffizienz ist ein Synonym für Genügsamkeit, für Abrüstung, nicht Verzicht, sondern für die Rückkehr zu einem menschlichen Maß, was das Konsumieren, was die Mobilität und die Techniknutzung anbelangt. Denn diese drei Faktoren werden in unserem Leben bleiben müssen, wenn wir nicht zurück ins graue Mittelalter oder in die Höhle wollen. Der dritte Aspekt, das wäre die Subsistenz, die Selbstversorgung. Da denken auch viele, oh mein Gott, Selbstversorgung, ist ja völlig mittelalterlich. Nein, es gibt eine moderne und urbane Spielart der Selbstversorgung, um die es mir geht, auf die ich gleich eingehe. Und wir brauchen eine viel stärkere Regionalökonomie. Die Regionalökonomie ist ein schlafender Riese. Sie beruht auf unternehmerischer Kreativität, auf dem Fortbestand auch marktwirtschaftlicher Koordinationssysteme, aber mit viel weniger Technik und mit viel, viel kürzeren Wegen zwischen Verbrauch und Produktion, sodass wir arbeitsintensiver, handwerklicher, agrarischer arbeiten werden. Das müssen wir, wenn wir überleben wollen, wäre meine These. Und schließlich, wenn wir diese drei Ebenen, die allesamt zu einer Reduktion des Industrieoutputs, wenn wir die alle beschritten haben, bleibt immer noch ein Rest an notwendiger Industrieproduktion übrig. Ohne Industrieproduktion gibt es kein modernes Leben. Das ist auch mir klar als Wachstumskritiker. Fangen wir mal an mit der Suffizienz. Ich möchte hier nochmal aufgreifen, was ich heute schon auf der, ich glaube, zweiten Folie versucht habe darzustellen. Wenn wir mal die Frage stellen, wie es um den Zusammenhang steht zwischen dem durchschnittlichen individuellen Wohlbefinden auf der einen Seite und der realen Kaufkraft, die es uns erlaubt, eben eine bestimmte Konsummenge in Anspruch zu nehmen. Und bei Konsum gehe ich jetzt so vor, dass das ein Sammelbegriff ist, in dem auch andere käufliche Formen der materiellen Selbstverwirklichung enthalten sind, als da wären Mobilität, Digitalisierung oder die sonstige industriegemachte Bequemlichkeit, die wir gegen Geld abrufen können. Wenn wir uns also diesen Zusammenhang mal anschauen, stellen wir Folgendes fest. Kein Konsum ist auch keine Lösung. Wenn Sie da auf der Abszisse, auf der X-Achse ganz nach links gehen, sehen Sie sofort, dass arme Menschen natürlich nicht besonders zufrieden oder, Sie dürfen auch sagen, glücklich oder wohlbefindlich sind. Das kann keine Lösung sein. Was wir aber auch inzwischen sehr genau wissen, und zwar auf Basis der Befunde ganz unterschiedlicher wissenschaftlicher Teildisziplinen, ist, es gibt eine Sättigungsgrenze, ab der weiterer materieller Wohlstand nicht nur nicht dazu führt, dass Menschen zufriedener werden, sondern sogar bedingen können, dass der Stress, die Reizüberflutung, die Überforderung zunimmt. Wir müssen uns klar machen, dass die psychischen Ressourcen eines Menschen und die Sinnesorgane, ohne die beides kein Konsum dazu führen kann, dass wir zufriedener werden, begrenzt sind. Ich kann nicht in Lichtgeschwindigkeit einen Film anschauen, ein Telefonat führen oder eine Autofahrt bewerkstelligen. Alles, was ich tue, kostet Zeit, weil meine Augen, meine Ohren, auch mein Gehirn Zeit brauchen, um Reize zu verarbeiten.
Und das bedeutet, dass es eine Obergrenze für das gibt, was ein Mensch pro Zeiteinheit an Reizen, an Konsummöglichkeiten oder an sonstigen Handlungen vollführen kann. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und wenn wir diese Grenzen überschreiten, dann passiert Folgendes. Dann werden die Konsumaktivitäten entwertet. Jede Konsumaktivität braucht ein bestimmtes Quantum an Zeit, damit wir überhaupt in der Lage sind, unsere Sinnesorgane auf die Handlung oder das Objekt zu richten. Braucht auch Zeit im Umgang und in der Verwendung. Und der Wert der Dinge, mit denen wir uns umgeben, ist abhängig von der Zeit, die wir haben, um die Dinge wenigstens zu betrachten, geschweige denn zu genießen, zu trinken, anzuziehen, zu essen, darauf zu tippen oder damit zu fahren. Ja? Und wenn wir uns immer mehr ausstaffieren mit Dingen, für die wir nicht mehr Zeit haben, weil die Zeit nicht vermehrbar ist. Der Tag hat ja nur 24 Stunden, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Kinder erziehen, Hochschule Harz besuchen, dumme Vorträge hören und so weiter und so fort. Dann bleibt nur ein bestimmtes nicht vermehrbares Quantum an Konsumzeit übrig. Und wenn wir diese nicht vermehrbare Konsumzeit auf immer mehr Dinge verteilen, dann werden die Dinge immer flüchtiger. Wir besitzen sie zwar noch, aber wir können sie nicht mehr ausschöpfen. Das heißt, wir werden rein rechnerisch immer reicher und brennen innerlich aus. Das ist der Konsum-Burnout. Und der hat längst Platz gegriffen, bezogen auf immer mehr Menschen in der konsumorientierten Moderne. Wir haben also in vielen Fällen ein nutzensteigerndes Potenzial der Reduktion. Nicht bis zum Nullpunkt, sondern bis zu der Grenze, wo wir sagen, wir konzentrieren uns auf die wichtigen Dinge und die können wir wenigstens stressfrei verwenden, genießen oder als Problemlösung betrachten. Das ist gemeint und nicht den Konsum schlecht zu reden. Umgekehrt, die hohe Kunst des Konsums besteht darin, den Konsum zu beschränken auf das, was ein Homo sapiens in der Lage ist, überhaupt, ich sage nochmal, stressfrei abzurufen. Das ist es. Und die Logik der Suffizienz gilt nicht für alle, für Menschen im Sudan eben nicht. Dort brauchen wir noch einen Zuwachs an Konsummöglichkeiten. Und es gibt auch in der Bundesrepublik Deutschland, dieser Automatismus ist etwas ärgerlich, den habe ich nicht ganz im Griff, es gibt auch in der Bundesrepublik eine klitzekleine Quantität von Menschen, die also materiell so arm leben, dass man denen nichts über Suffizienz zu erzählen hätte. Das wäre Zynismus, das ist vollkommen klar. Was bedeutet nun Suffizienz in der Praxis? Erstmal Reduktion, aber nicht deswegen Tilgung oder das komplette Weglassen eines bestimmten Bedarfs. Zum Beispiel den Fleischkonsum zu vierteln, weniger oft in den Urlaub zu fliegen. Das ist schon eine Reduktionsleistung. Wichtig dabei ist, Suffizienz ist nicht gleichbedeutend mit nachhaltigem Konsum. Also einfach nur dieselben Dinge mit ökologischem Siegel zu nutzen, sondern Suffizienz ist die ersatzlose Reduktion von irgendetwas. Das kann man eben graduell durch Reduktion an bestimmten Beispielen festmachen oder auch durch eine Selbstbegrenzung. Dass Menschen sagen, ich bin jetzt reich genug und auch wenn ich mehr Geld verdiene und das nächste Smartphone winkt und das nächste Angebot von TUI, werde ich das nicht in Anspruch nehmen. Ich lasse einfach meine Konsummöglichkeiten konstant. Wenn Dinge kaputt gehen, werden sie ersetzt. Durch bessere, durch neuere Varianten, aber ich expandiere nicht den Umfang der Güter, mit denen ich mich umgebe oder die ich in Anspruch nehme. Und drittens, das ist dann sozusagen die harte Tour, da wäre die vollständige Entsagung ein Teil der Suffizienzstrategie. Das wäre sinnvoll für Optionen, die so ökologisch verantwortungslos sind, dass man sie nicht dosieren kann. Im Sinne von gradueller Reduktion oder Selbstbegrenzung. Das können Kreuzfahrten, Flugreisen, Autos, Smartphones sein. Es gibt auch Leute, die kein Fleisch essen und so weiter und so fort. Ja, Ziel dabei, ich habe das heute schon angesprochen, müsste es sein, mindestens in Bezug auf Klimaschutz irgendwann auf eine Tonne an CO2-Äquivalenten zu kommen. Wer das nicht will, will entweder nicht, dass die Menschheit überlebt oder will keine globale Gerechtigkeit. Die 11 Tonnen oder 12 Tonnen sind es inzwischen, die wir hier in Mitteleuropa in Anspruch nehmen, sind Ausdruck einer verheerenden Ungerechtigkeit. Ja, die Subsistenz bedeutet, dass wenn wir eine 18, 20 oder 25 Stunden Woche etablieren, dass wir dann im Durchschnitt pro Woche ja 15 oder 20 Stunden an marktfreier Zeit zur Verfügung haben.
Und diese Zeit zu nutzen, um ergänzend zu dem 20-Stunden-Einkommen eigene Leistung zu erbringen, würde bedeuten, dass die Klaviatur unserer Versorgung breiter wird. Was sind das für ergänzende Leistungen, die wir ohne Geld, ohne Technologie, ohne Unternehmung und auch ohne Transferzahlungen des Staates ausführen können? Das ist die eigene Produktion. Das sind natürlich Gärten, das sind aber auch Werkstätten. Das sind Reallabore, das sind solidarische Landwirtschaften. Das ist vieles andere mehr. Die Nutzungsteilung, Dinge gemeinschaftlich zu nutzen. Stellen Sie sich vor, 5 Leute hier in Wernigerode würden sich ein Auto, eine Waschmaschine, ein Rasenmäher und verschiedene andere Dinge teilen. Wie viel weniger Geld würden Sie dann brauchen und wie viel weniger Ressourcen würden Sie brauchen? Das zu etablieren kostet Zeit, deswegen ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Und drittens die Reparatur. Ohne Reparaturrevolution werden wir es nicht schaffen zu überleben. Die Reparatur bedeutet, eine neue Form der Achtsamkeit gegenüber den Objekten walten zu lassen, mit denen wir uns als Gebrauchsgegenstände umgeben. Textilien, Notebooks, alles doppelt so lange, dreimal so lange zu nutzen. Durch Reparatur, Instandhaltung, aber schon achtsame Nutzung auch. Auch durch modulares Upgrading, Updating. Ja, also ich habe zu Hause ein noch älteres Gerät als das. Da habe ich dann Linux draufgezogen, um es nicht wegschmeißen zu müssen. Das läuft wie ein Länderspiel, das Ding. Haha, schöner Witz, ne? Na gut. Wir brauchen aber außer freier Zeit noch 2 andere Dinge. Ein völlig anderes Bildungssystem. Ein Bildungssystem, in dem Handwerk, in dem die Hauswirtschaft, in dem Haushaltstechniken, in dem auch agrarische Kompetenzen wieder heranreifen, damit Menschen eine Doppelrolle spielen können. Diese Doppelrolle assoziiert man mit dem Begriff des Prosumenten oder der Prosumenten. Pro steht für produzieren und der Rest für genussvolles Konsumieren, aber suffizientes Konsumieren. Prosumenten stehen auf 2 Beinen. Sie haben die Hochschule Harz besucht, sind also super gebildet. Und das zweite Bein ist, dass wenn sie später eben nur 20 Stunden arbeiten, dass sie vielleicht auch mal einen Garten aufsuchen, um gemeinsam mit anderen Nahrungsmittelorganisationen zu betreiben oder das in der solidarischen Landwirtschaft oder dass sie in offenen Werkstätten, in Ressourcenzentren, in Repair-Cafés, in anderen Reallaboren die Nutzungsdauer der Dinge verlängern. Ja, oder dass sie tatsächlich auch in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Peer Group, in ihrem Freundeskreis das hinkriegen, Dinge zu teilen. Das Ganze hat so viel weitere Vorteile, die ich hier einfach nur mal so substantivisch hier so aufgeführt habe, dass man sagen kann, das ist eine richtige Multi-Win-Strategie. Anerkennung, Selbstwirksamkeit, Stressfreiheit, vor allem auch Integration. Ich kenne viele Aktivistinnen und Aktivisten, die in Repair-Cafés, die in Gemeinschaftsgärten oder die in auch Verleihsystemen mit Menschen, die einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben, zusammenkommen, die teilweise, weil sie gerade erst hierher flüchten mussten, nicht mal der deutschen Sprache mächtig sind, die durch das gemeinsame Tun in der Subsistenz eine andere Sprache finden. Das Handeln. Ich habe im Repair-Café dagestanden mit einem Syrer, der konnte kein Wort Deutsch. Aber wir haben gemeinsam ein Fahrrad repariert. Der hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, obwohl wir beide gar nicht dieselbe Sprache sprachen. Wir können auf diese Weise auch andere Menschen, die im Bildungssystem nicht so gute Chancen haben oder Menschen, die bislang leider auch als Arbeitslose ausgegliedert waren, können auf diese Weise auch sozial integrieren, indem sie an solchen Aktivitäten teilhaben können. Und dann zählt nicht das Geld oder der blitzeblanke BMW, den Mann oder Frau fährt, sondern es zählt die Selbstwirksamkeit, das Geschick, die Fähigkeit mit auch Improvisation und Handwerk eben einen Teil der Versorgung selber zu übernehmen. Ja. Aber auch das alleine reicht nicht. Wir brauchen eine ganz, ganz starke Regionalökonomie. Zunächst einmal natürlich im Bereich der Ernährung. Wenn wir Krisen vor uns haben oder freiwillig, vorsorglich und proaktiv gestaltet eine Transformation zum weniger anstreben, dann müssen wir auf die basalen Grundbedürfnisse achten. Die müssen weiter erfüllt bleiben, weil Mittelalter läuft nicht oder Steinzeit. Das kann nicht das Ziel einer Postwachstumsökonomie sein. Die regionale Ernährung wird dann besonders wichtig sein, weil wir nicht alles in Gärten oder durch Foodsharing oder durch Permakultur oder durch solidarische Landwirtschaft lösen können. Hier habe ich die Ergebnisse einer Studie, die in Hamburg entstanden ist, schon 2016 an der Hafen City Universität und die zum Gegenstand hatte,
das Vorurteil zu widerlegen, dass also eine vollständige, gesunde und ökologische regionale Ernährung natürlich nur auf dem platten Land möglich ist, weil da nicht so viele Leute leben, während bei der Bevölkerungsdichte einer Metropole das natürlich nicht möglich ist. Von wegen. Ich kann Ihnen jetzt nicht die ganze Tabelle hier vortragen, aber wenn Sie sich nur mal die Spalte Nummer 4 angucken und sich den Lebensstil, den die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, abgekürzt DGE, vorschlägt, den zugrunde legen, nämlich nicht wie jetzt in Hamburg 87 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr veranschlagen, sondern nur 24 Kilo, also nicht mal Veganerin oder Vegetarierin werden müssen, dann sehen Sie, dass in einem Radius, das ist das untere Feld, von 100 Kilometern eine 100-prozentige Versorgung mit Nahrungsmitteln in Hamburg möglich ist, und zwar auf Basis kontrolliert ökologischen Anbaus und auch, auch wenn es da nicht auf der Folie steht, auf Basis der Einhaltung der Kriterien des Tierwohls. Und Sie sehen, das ist die Zeile Fläche pro Kopf, dass weniger Fläche in Anspruch genommen wird. In der Agrarwirtschaft ist der Flächenbedarf ein guter Indikator auch für die Ökologieverträglichkeit, neben natürlich der kontrolliert ökologischen Anbaukonzeption. Das ist vollkommen klar. Und das heißt, wir haben hier wahnsinnige Potenziale. Dann ist vielleicht manchmal die Landwirtschaft wichtiger als das nächste Industriegebiet. Auch wenn es von Tesla ist, hier in der Grünheide. Für die Gebrauchsgegenstände brauchen wir eben ein ganz anderes Wertschöpfungsprinzip. Netzwerke kleinerer Unternehmungen, die nichts mehr produzieren, sondern reparieren. Da, wo wir als Prosumentin oder Prosument überfordert sind. Reparaturunternehmungen beispielsweise, Verleihsysteme, Unternehmen, die kreative, innovative Geschäftsfelder entwickeln, die zum Upgrading, zum Updating, zum Rebuilding, zum Refurbishment, zum Remanufacturing führen. Das sind alles so Begriffe aus der ökologisch orientierten Betriebswirtschaftslehre, wo es darum geht, auch aufgearbeitete Geräte auch wieder als Secondhand-Ware zu verkaufen. Ich habe ein Unternehmen in der Schweiz kennengelernt namens Revendo, die nichts anderes machen als gebrauchte Apple-Geräte. Also vom Powerbook bis zum iPhone und alles, was dazwischen ist, gehört auch dazu. Einfach aufarbeiten und mit Garantie wieder verkaufen. Und das Beste an diesem Geschäftsmodell ist, dass Apple sich ärgert. Das ist Erfolg. Ja? Weil das hat die Industriegesellschaft gar nicht vorgesehen, dass wir mal ausnahmsweise nicht durch Wegwerfen oder durch das Produzieren von geplanter Obsoleszenz immer schneller und immer häufiger neu kaufen. Ich habe verschiedene Publikationen mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit ehemaligen Studierenden von mir vorgelegt und wir haben mal die Daten ausgewertet, insoweit wir das konnten, im Hinblick auf die Nutzungsdauer. Es gibt keine Güterkategorie, für die nicht gilt, dass während der letzten 3 bis 4 Jahrzehnte die Nutzungsdauer ausschließlich und nur abgenommen hat. Und das nennen wir innovativ? Das soll fortschrittlich sein? Ich glaube, es hackt. Ja? So ein Ding hier muss 15 Jahre halten. Das sieht dann natürlich auch merkwürdig aus. Ja? Aber wissen Sie, das sind Gebrauchsspuren, die mir zeigen, dass das Gerät auch zu mir gehört. Und dass es was erlebt hat. Das Gerät kann Geschichten erzählen, so wie mein Fahrrad, das ist noch älter. Ich habe 2 Fahrräder, die sind beide noch älter. Es macht auch Freude und ist ein Erfolgserlebnis, wenn man es schaffen kann, Dinge zu retten. Ja? Und damit retten wir schlicht und ergreifend auch die Ökosphäre. Und die regionale Wertschöpfung, die man sehr gut, nicht nur, aber auch produktionslos organisieren kann, ist dabei sehr wichtig. Ja, und jetzt kommen wir zur Industrie. Nochmal, was sind Prosumenten? Das sind Menschen, die so aussehen wie Sie. So aus Biomasse bestehend, da drin ist ein Knochengerüst, damit man nicht zusammensackt. Und hier ist ein Einfüllstutzen für Erfrischungsgetränke. Was braucht man sonst? Okay, die 2 Hände wären noch wichtig. Also Prosumentinnen und Prosumenten arbeiten nicht mehr, obwohl sie die Hochschule Harz besucht haben, 40 Stunden, sondern 20. Leute an der Uni Siegen tun das teilweise auch. Okay? Ich habe einen 20-Stunden-Job, nur so nebenbei bemerkt. Und das Pro vom Substantiv Prosumenten, also das eigene Wertschöpfen, erstreckt sich, nur noch mal hier als Wiederholung, da oben links steht es, auf eigene Produktion, Nutzungsintensivierung, also Sachen gemeinschaftlich nutzen und die Nutzungsdauerverlängerung. Und was tut nun die kleiner gewordene Industrie?
Sie ist kleiner geworden, weil wir suffizienter leben, weil wir eben Subsistenz betreiben und weil die Regionalökonomie Dinge tut, die dazu führen, dass wir weniger Industrieproduktion brauchen. Okay, nun, zunächst tut sie das, was sie immer tut. Sie produziert neue Geräte, aber nicht, um den Güterbestand der Volkswirtschaft auszudehnen, sondern einen kleiner gewordenen, innerhalb ökologischer Grenzen darstellbaren Güterbestand zu erhalten und zu veredeln. Wenn wir die Nutzungsdauer nur mal angenommen von Waschmaschinen verdoppeln können, um wieder den alten 50er-Jahre-Miele-Standard zu erreichen, nicht was die Verbräuche, Wasserstrom- und Waschmittelverbräuche der Waschmaschine anbelangt, und gleichzeitig im Durchschnitt zu viert so eine Waschmaschine nutzen, dann würde der Bedarf an Waschmaschinenproduktion in den Keller sacken, aber nicht auf null. Es würde dann trotzdem auch nach Ausschöpfung aller Reparatur- und Nutzungsdauerverlängerungsmaßnahmen irgendwann auch eine Waschmaschine wieder kaputt gehen. Und Bosch Siemens Hausgeräte und wie sie alle heißen, im Bereich der weißen Ware, würden pro Jahr nur das an Waschmaschinen nachproduzieren, was eben unter Ausschöpfung aller Reparaturmöglichkeiten abgängig vom Bestand ist, also nicht gerettet werden konnte. Und natürlich werden das nicht dieselben Waschmaschinen sein, sondern solche, in die der technische Fortschritt eingeflossen ist, der sich während der letzten Nutzungsphase ergeben hat. Wenn mir also jemand erzählt, dass eine Wirtschaft unbedingt wachsen muss, damit sie innovativ ist oder damit technischer Fortschritt in die Güter einfließt, dann sage ich, das ist ein Missverständnis. Ja. Außerdem wird aber die kleiner gewordene Industrie der Zukunft, wie ich schon sagte, Second-Hand-Geräte, aufgearbeitete Geräte auch verkaufen. Und dann drittens wird diese Wirtschaft ganz neue Teilzeitmodelle ermöglichen müssen, damit der Input, den ich als Prosument brauche, um selber zu reparieren, im Garten zu arbeiten oder auch Verleihsysteme zu organisieren, damit dieser Input, dieser Zeitinput auch auf diese Weise für mich verfügbar wird. Die Unternehmen müssen selber dazu beitragen, dass anstelle von Arbeitslosigkeit, wenn die Produktion sinkt, die Arbeitszeit anders verteilt wird. Und dafür finden wir heute so viele tolle Beispiele, nicht nur in Deutschland, auch vor allem in den Benelux-Staaten oder auch in Skandinavien. Da müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Wir haben das alles vor uns liegen. Und es gibt auch immer mehr Personalmanager und Manager, die einsehen, dass also Teilzeitmodelle sowieso die Zukunft sind. So können wir die Output-Reduktion abfedern. Erstens, damit die soziale Integrität gewahrt bleibt, also möglichst alle Menschen immer noch mit Arbeit versorgt sind. Und die Unternehmen können damit sich schützen vor dem Abfluss oder dem Verlust an implizitem Wissen, an Kernkompetenzen, die in den Köpfen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Ja. Dann sind handwerkliche Kompetenzen wichtig. Das ist der Input, den das Bildungssystem liefern muss, aber auch veränderte Erziehungsmaximen. Ja. Kinder nicht nur zu Konsumenten und digitalen Natives zu erziehen, sondern auch das zu vermitteln, was eben Prosumentinnen und Prosumenten brauchen, wäre sicherlich kein schlechter Ansatz. Und dann müssen Unternehmen viertens, und ich glaube, dann machen wir auch gleich eine Pause, noch etwas anderes tun, was völlig neu ist. Wissen Sie, die Geschichte des Unternehmertums, die fängt irgendwo im Altertum an, nämlich dort, wo die ersten Städte entstanden sind, weil Menschen, die in Städten lebten, meistens selbst im Altertum und im frühen Mittelalter nicht in der Lage sein konnten, sich vollständig selbst zu versorgen, wie auf einem Bauernhof oder in einer ländlichen Gemeinschaft. Sie mussten also Produkte herstellen, indem sie Ressourcen bündelten und indem sie auf andere Weise die Effizienz der Spezialisierung nutzten. Und dann ist das Unternehmertum in den letzten Jahrhunderten natürlich aufgestiegen im Zuge der Industrialisierung. Dann haben Unternehmen damit begonnen, Dienstleistungen, Erlebnisse, Wissen zu verkaufen. Ja? Dann sind sie teilweise, leider noch nicht im hinreichenden Umfang, dazu übergegangen, auch Dinge zu erhalten. Aber was sie jetzt tun müssen, ist, sie müssen Wissen und Kompetenzen vermitteln. Und das geht so. Wenn ich im Jahre 2040, wenn eine Postwachstumsökonomie längst Realität ist, entweder weil wir es freiwillig eingeleitet haben oder weil die nächsten Krisen uns keine andere Wahl gelassen haben, wenn ich irgendwie hier in die Fußgängerzone gehe und dieses Gerät dann auch wirklich kaputt ist, ist es wahrscheinlich früher dann schon kaputt, das Ding ist von 2008, und kaufe jetzt ein neues Gerät,
Und sagt der Händler, guten Tag, hier ist ein Gerät, Sie können ein neues bekommen, aber auch ein gutes aufgearbeitetes, auch mit Garantieanspruch. Aber in beiden Fällen ist im Preis ein Prosumenten-Workshop inbegriffen. Der wird so 3 bis 4 Stunden dauern, tagsüber mit Kaffee und Kuchen oder abends mit geistigen Erfrischungsgetränken, damit es schön gemütlich ist. Und in diesem Workshop wird Ihnen, lieber Kunde, beigebracht, was Sie selber wissen müssen und tun können, um das Gerät möglichst langlebig zu nutzen. Da wird mir dann zum Beispiel beigebracht, wie ich hier den Lüfter rausnehmen und reinigen kann. Jedes Kind weiß ja inzwischen, dass wenn ich den Lüfter eines Notebooks öfters reinige, dass das schon die durchschnittliche Nutzungsdauer um den Faktor 1,5 erhöht. Da wird mir aber auch gezeigt, wie ich diese Scharnierer auswechseln kann, wie ich das Netzteil auswechseln kann, wenn es dann sowas noch gibt, oder die Harddisk oder auch den Arbeitsspeicher oder die Grafikkarte, die Soundkarte und so weiter und so fort. Das bedeutet nicht, dass das Gerät ewig hält. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal eine professionelle Reparatur brauche. Es bedeutet aber schon, dass ich nicht mehr nur ein Gerät kaufe, sondern dass ich die Kompetenz ansatzweise mitverkauft bekomme, die ich brauche, um irgendwie selber, statt ständig Geld auszugeben, Dinge instand halten kann. Das geht auch mit Fahrrädern, mit Autos. Das geht mit Textilien. Ich war neulich in Berlin, um ein Konzert meiner Lieblingsband zu erleben und schlender durch die Straßen und komme an einem gigantischen Jeans-Shop vorbei. Da gibt es ökofaire Jeans. Ich gucke durch das Schaufenster und natürlich sehe ich die üblichen Regale, ich sehe das Personal. Was ich aber auch sehe, ist ein Podest, wie so eine Bühne, wo 2 Nähmaschinen stehen. In dem Geschäft wird mir als Endverbraucher beigebracht, wie man näht. Dann sah ich da plötzlich so ein bulliger Typ, ja, solche Arme, überall Tattoos und sitzt da an der Nähmaschine. Den hätte ich auf einer Harley Davidson oder auf einem Black Sabbath Konzert vermutet oder AC/DC oder sowas, aber nicht an der Nähmaschine und war mit völliger Inbrunst da am Nähen. Neben stand eine Person, die offenbar zu den Angestellten gehört und hat ihm das gezeigt. Er war wahrscheinlich Anfänger, so wie ich auch. Spannend, oder? Das ist die Zukunft der Wirtschaft, die uns dabei hilft, mit weniger Geld auszukommen. Jetzt sagen Sie, Moment mal, so funktioniert doch nicht Kapitalismus. So funktioniert doch nicht unsere Marktwirtschaft. Jetzt noch nicht. Wissen Sie, wenn Sie in Griechenland oder in Athen sind und machen ein Geschäft auf, dann werden Sie erleben, dass die Konsumentinnen und Konsumenten in Athen nach der letzten schweren Krise Federn gelassen haben. Die haben nicht mehr das Geld, Hosen zu kaufen, die sie nach 3 Jahren erneuern müssen, indem sie eine neue kaufen. Das Geld haben die nicht. Die haben auch nicht das Geld, alle 3,5 Jahre, das ist die aktuelle durchschnittliche Nutzungsdauer dieser kleinen Mistdinger, alle 3,5 Jahre das Geld auf den Tisch zu legen für ein neues Notebook. Was müssen die also tun? Die suchen sich die Geschäfte aus, die ihnen dabei helfen, mit dem weniger gewordenen Geld auszukommen. Alleine wenn ich mich heute in Deutschland dafür entscheide, eine 20-Stunden-Woche nur noch zu haben in meiner Arbeitszeit, habe ich weniger Geld. Also würde ich sagen, das geht eigentlich nur, indem ich mich umschaue und Taktiken finde, die mir dabei helfen, würdig, materiell annehmbar zu leben. Und das geht nur über die Verlängerung der Nutzungsdauer, das geht nur über Verleihsysteme, geht nur dadurch, dass ich selber mal was mache, mit Nachbarn Arrangements treffe und so weiter. Das ist gar nicht so subversiv, das ist auch nicht so wahnsinnig altruistisch. Menschen, die mit weniger auskommen müssen, gerade wenn sie egoistisch sind, haben gar keine andere Wahl, als zu kooperieren und als mit den Objekten anders umzugehen. So, jetzt sagt meine Uhr, dass wir eine Pause machen. Ich weiß nicht, wie lange die Pause sein soll. Das bestimmen Sie als Organisatorin. Also 10 oder 15, ich weiß nicht was. Und danach könnte ich noch 10 Minuten drauflegen oder aber, wenn Sie schon ungeduldig sind, können wir auch gleich die Diskussion beginnen. Das können wir gleich auch in der Pause klären. Ja? Ist das so okay? Gut. 10 Minuten wurde gerade gesagt. Wunderbar. Dann geht es um 17:45 weiter. Bis dahin.
So, jetzt haben wir die Pause beendet und haben die Möglichkeit, in eine Diskussion einzusteigen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Diskussion um 5 bis 10 Minuten zu verzögern und mir damit die Möglichkeit zu geben, noch ein bisschen was zu der Transformation zu sagen und auch der Frage, warum bislang nachhaltige Entwicklung gescheitert ist. Wer ist dafür, jetzt schon mit der Diskussion anzufangen, statt die in 10 Minuten zu beginnen? Okay, gut. Ja, ich bin nicht mehr einverstanden damit, heute noch, also 2022, 50 Jahre nach Erscheinen des ersten Berichts des Club of Rome, darüber allein zu streiten, was denn die wichtigsten Gründe für eine nachhaltige Entwicklung sind und was der richtige, in Anführungszeichen, Weg sein könnte. Ich habe ja ganz skizzenhaft einen Weg gezeigt, der aber nicht dominant ist. Dominant ist natürlich das sogenannte grüne Wachstum. Wir haben so viele Irrwege beschritten durch den Versuch, die ökologische Überlebensfähigkeit wiederherzustellen, dass es an der Zeit ist, einfach mal Luft zu holen und kritisch zu reflektieren, was die Gründe des Scheiterns sind. Und da möchte ich einfach 5 Ebenen ganz kurz ansprechen. Zunächst einmal, und manches wird sich hier sicherlich wiederfinden, was ich heute schon vorweggenommen habe, die Fortschrittsgläubigkeit, die wir erleben, beruht eben auf der Idee, dass wir technisch einen Wohlstand aus dem materiellen Nichts erschaffen können. Und diese Fortschrittsgläubigkeit wird zu einem Alibi, nicht? Ich sehe dann, dass überall Windkraftanlagen entstehen und Tesla baut ein Werk und Architekten versprechen mir, dass demnächst nur noch Passivhäuser gebaut werden, ökofaire Kleidung. Dann reise ich erstmal wieder nach Honolulu, kaufe mir ein SUV. Das wird schon alles geregelt. Ja, ich habe die richtige Partei gewählt, ich habe gespendet und ich habe einen Demeter Brühewürfel gekauft. Was soll noch schiefgehen? Nicht? Wir glauben, dass die Technik das Problem löst und außer dass das nicht stimmt, wird daraus ein Alibi. Das ist eine große Katastrophe. Zweitens, wir überschätzen die Handlungsfähigkeit der Politik. Wir haben über die letzten Jahrzehnte hinweg immer fest daran geglaubt, dass wir das Problem technisch lösen können. Ich wiederhole mich, sorry. Aber daraus folgt ja etwas, nämlich dass eine Politik leichtes Spiel hat, eine Wahl zu gewinnen, indem sie den Menschen das Blaue, ich korrigiere mich, das Grüne vom Himmel verspricht. So nach dem Motto, wählt uns, dann lenken wir die Investitionsströme durch entsprechende Anreize, durch Rahmenbedingungen dahin, wo die Entkopplung stattfindet, wo die Windkraftanlagen und die Passivhäuser projektiert werden und euch geschieht nichts. Ihr könnt weiter fliegen, fahren, essen, bauen, konsumieren, wie ihr wollt. Ihr kriegt jetzt nur, weil die Technik es möglich macht, ökologische Substitute für die liebgewonnenen Artefakte der materiellen Freiheit. Wenn das nicht mehr geht und wir wissen, dass es nicht geht, dann könnte die Politik eingedenk dieser Erkenntnis, dass es so nicht funktioniert, nur noch eines tun, wenn sie zum Schutz der Ökosphäre beitragen wollte. Sie müsste uns Einschränkungen oktroyieren. Sie müsste tatsächlich auftreten mit der Ansage, wählt mich, dann gibt es ein Sonntagsfahrverbot. Wählt mich, dann wird Wernigerode komplett autofrei. Wählt mich, dann wird es keine Urlaubsflüge mehr geben. Ihr könnt mit der Eisenbahn Urlaub machen, liebe Leute. Oder zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Pferd, mit dem Esel, aber nicht mehr fliegen. Ja? Und es werden keine neuen Wohnungen gebaut, sondern der vorhandene Wohnungsbestand, der wird verbessert, der wird optimiert. Ja? Und die Fleischproduktion wird auf 1/4 zurückgesetzt. Und so weiter und so fort. Ach ja, und Kinder kriegen erst im Alter von 10 Jahren das erste digitale Endgerät. Ist auch viel gesünder, auch aber ökologisch. Wenn ein Politiker, eine Politikerin den Mut hätte, das auszusprechen, käme das politischen Selbstmord gleich. Aber das tut die Politik nicht. Wir vertrauen aber immer noch auf die Politik. Die Politik ist das zweite große Alibi. Wir sagen, wir sind Opfer des Systems. Die Sozialwissenschaftler, die Geisteswissenschaftler machen einen Sport daraus, uns auf höchster intellektueller Ebene klarzumachen, dass wir für nichts irgendeine Verantwortung tragen. Damit bin ich schon auf der dritten Ebene. Der Kapitalismus ist schuld. Die mangelnde technische Ausrüstung der Gesellschaft ist schuld, dann sind Machtverhältnisse schuld, dann ist die Manipulation, der wir ausgesetzt sind, schuld. Alle sind schuld, nur wir nicht. Ja? Und ich glaube, dass wir mit dieser Delegation oder
Verschiebung von Verantwortung wirklich nicht weiterkommen. Wir haben also hier wirklich so einen Supermarkt der Begründungen vor uns dafür, dass wir ja angeblich überfordert sind. Wir waren noch nie so reich, noch nie so gebildet, noch nie so frei, noch nie so politisch korrekt, ja, wenn es darum geht, aktuelle Zustände zu kritisieren, und haben noch nie so ökologisch über unsere Verhältnisse gelebt und sollen völlig überfordert damit sein, dem Einhalt zu gebieten. Das ist natürlich eine gewisse Bequemlichkeit, in der wir uns da suhlen. Die vierte Ebene habe ich auch schon angesprochen. Wenn, ich kehre nochmal zurück zu meiner Ausgangsprämisse, wenn wir in Ermangelung technischer Lösungsmöglichkeiten zurückkehren müssen auf ein anderes Versorgungsniveau, dann brauchen wir die Kompetenzen, und die sind verkümmert. Das heißt, die Verkümmerung unserer Kompetenzen jenseits des ständigen Konsums, ein angenehmes Leben zu führen, ist auch ein Hinderungsgrund für jede Art von Nachhaltigkeit. Und dann vor allem ein ökologischer Ablasshandel, zu dem ich auch einiges publiziert habe. Die katholische Kirche hat im Mittelalter für eine sensationelle Innovation gesorgt, indem sie ein Konzept entwickelt hat, das darauf beruht, die psychische Stabilität eines Menschen wie eine Balkenwaage zu begreifen. In dem einen Schälchen sind die Sünden, die ein Mensch möglicherweise begangen hat und dann befürchten muss, nicht gottesfürchtig genug zu sein und nicht aufzufahren ins Firmament, sondern stattdessen da unten in die Hölle zu kommen, wo es kein frisch gezapftes, kühles Bier gibt. Das kann ich Ihnen sagen, da oben schon. Und wenn Menschen in diesem Zwiespalt lebten, und die Kirche hatte zu der Zeit die Definitionsmacht darüber, wann ein Mensch sündig lebte oder nicht, dann musste in die andere Waagschale etwas hineingelegt werden, um die Sünden auszugleichen. Zum Beispiel Geld an ein Kloster spenden oder den eigentlichen Ablasshandel zu betreiben oder nach Canossa zu gehen oder im Büßerhemd umherzulaufen, um damit die Sünden wieder auszugleichen. Aber was hat denn Geld, das ich einem Mönch gebe, der für mich betet, zu tun mit einer Wirtshausschlägerei oder einem Raub oder einem Ehebruch? Die Kirche hat es geschafft, auf einer moralischen Ebene die unvergleichlichen Dinge vergleichbar zu machen. 20 Vaterunser dafür, dass ich ein Stück Apfelkuchen aus dem Keller entwendet hatte, als meine Oma noch lebte und den gebacken hat. Das war die Beichte. Da habe ich mich gefragt, was haben denn 20 Vaterunser, die ich so in die Luft spreche, mit der Physik des Apfelkuchens zu tun? Eigentlich nichts. Der Pastor hätte doch so konsequent sein können, hat er keinen Physikunterricht gehabt, mir aufzugeben, ich muss das Mehl, die Äpfel, die Hefe, die Rosinen, den Puderzucker und was da noch drin ist, wieder beschaffen. Aber das tun wir nicht. Und genau das ist das Problem der grünen Wirtschaft. Ich fliege um den Planeten, buche die dritte Kreuzfahrt, fahre ein SUV, das ist in der einen Waagschale, und baue dann eine Photovoltaikanlage aufs Dach, gehe jede Woche zum Alnatura, bin Mitglied beim BUND und spende für Greenpeace und habe die richtige Partei gewählt. Und dann kaufe ich zusätzlich noch einen Tesla. So werden dann die Dinge in die andere Waagschale gelegt, die mir ein reines Gewissen vermitteln, und so kann ich weitermachen. So wird eine Gesellschaft lernresistent. Sie kann sich nicht wandeln, weil sie überall die käuflichen Kompensationen bekommt, die den Fortbestand eines ökologischen Vandalismus auf der psychischen Ebene stabilisieren. Punkt. Würde die Politik doch handlungsfähig sein, was müsste sie tun? 3 Dinge. Erstens, sie müsste in der Phase, in der die Wirtschaft kleiner wird, um einen Totalabsturz zu verhindern, müsste öffentliche Investitionen tätigen, um damit Kaufkraft zu schöpfen. Der Staat als Investor schafft Arbeitsplätze und er schafft auch Einkommen. Aber diese öffentlichen Investitionen müssten in Rückbauprogrammen bestehen, Autobahnen zurückbauen, Flughäfen zurückbauen, nicht komplett. Aber wir hatten schon in den 70er Jahren so viele Autobahnen, dass es Menschen gab, die sich gefragt haben, wie kann man das überhaupt ökologisch verantworten, so ein Verkehrssystem zu haben. Ja? Und auch was die Flughäfen anbelangt, haben wir viel zu viele. Und diese Rückbauprogramme bedeuten auch, etwas Neues aufbauen zu können, zum Beispiel Reparatur- oder Ressourcenzentren in den Kommunen. Die solidarische Landwirtschaft.
All das, was die Praxis der Subsistenz befördert. Auf diese Weise kann vorübergehend Einkommen geschöpft werden und es können gleichzeitig Strukturen geschaffen werden, auf deren Grundlage wir in einer 20-Stunden-Woche in etwa so leben, wie ich das heute skizzenhaft tatsächlich genannt habe. Falsch wäre es, wenn der Staat einfach nur subventioniert, was jetzt teurer wird, weil das eine Konkursverschleppung ist. Das tut unsere Regierung. Ja? Statt den Gaspreis zu subventionieren, sollte die Regierung Energieberaterinnen und Energieberater dafür bezahlen, dass sie uns helfen, mit weniger Gas auszukommen. Das wäre eine richtige Investition in die Zukunft. So, okay, das ist nur ein Beispiel, ich kann Ihnen 50 andere nennen. Zweitens müsste der Staat, wenn er wirklich jetzt die Ökosphäre entlasten, also ein Überlebensprogramm voneinander bringen will, müsste gewisse ökologisch ruinöse Handlungen unterbinden. Ich habe schon einige Beispiele dafür genannt und müsste tatsächlich auch so etwas wie einen neuen Maßstab einführen. Jedem Menschen stehen 1 bis 2 Tonnen CO2 am 1. Januar zur Verfügung. Die müssen bis zum 31. Dezember reichen. Dann ist da kein Skiurlaub mit drin, auch nicht eine Kreuzfahrt, auch kein SUV. Vielleicht ein zu fünft geteiltes Auto, das könnte sein. Manchmal braucht man vielleicht eins, ja. Okay, und dann brauchen wir eine Lebensstilpolitik. Die setzt so ein bisschen an dem an, was ich Ihnen heute schon als Prosumentenmanagement mitgeteilt habe. Das heißt also, Menschen ertüchtigen, in der Krise klarzukommen, ist wichtiger, als zu versuchen, also eine Titanic grün anzupinseln und mit einem neuen Antrieb zu versehen. Kleine Rettungsboote aufzubauen, in der Kommune Reallabore zu unterstützen. Damit eben Lernprogramme durchlaufen werden, auch für Leute in meinem Alter, was die Reparatur, die Gemeinschaftsnutzung, die eigene Produktion oder einen anderen Umgang mit Gütern anbelangt. Das ist eine bessere Investition in die Zukunft, als eben das alte System zu retten. Aber nochmal, dafür eine politische Mehrheit zu bekommen, ist relativ schwierig. Deswegen kommt jetzt, die überspringe ich, die letzte Folie für heute. Ich habe mich befasst mit einer wissenschaftlichen Theorie, die man als soziale Diffusion bezeichnet. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, zu erkunden, wie in sozialen Systemen neue Lebensweisen, aber auch neue Produkte, auch neue Versorgungsformen sich ausbreiten. Und alles geht von Pionieren aus. Alles geht von Avantgardisten aus. Alles geht aus von Minderheiten, die vorwegnehmen, was der Rest der Gesellschaft früher oder später zukünftig sowieso auch wird praktizieren müssen. Das heißt also zum Beispiel Repair-Cafés, wie Jeanette sie hier in Wernigerode betreibt. Wir sind da ja Kollegen, also ich mache das ja auch in Oldenburg und anderswo. Das ist eigentlich ein Anfang, weil da schon eingeübt und bildhaft vorgeführt wird, was die zukünftige Produktkultur anbelangt. Dort wird auch Wissen vermittelt. Dort wird auch interaktiv zwischen den Menschen sozusagen das weitergegeben an Erfahrungen, was gebraucht wird, um eben auch mit weniger Geld dann auszukommen. Die Pioniere und Vorreiterinnen in den Nischen, in den sozialen Experimentierfeldern oder wie es so schön heißt, Reallaboren, sind sozusagen die Vorhut. Das zu kopieren und in die Gesellschaft sozusagen hineinzubringen, ist besonders wichtig. Menschen sind soziale Wesen. Was heißt das? Ein soziales Wesen richtet seine Handlung und seine Orientierung an dem aus, was es in dem für einen selbst relevanten sozialen Umfeld erlebt, an neuen Normalitätsvorstellungen. Wenn ich in einer Stadt lebe, wo repariert wird, wo es auch mal in der Zeitung was zu lesen gibt darüber, wo auch in den sonstigen Medien darüber Gespräche und Austausch stattfinden, wo mir Leute begegnen, die aktiv sind, da ist es einfacher, neue Praktiken zu verbreiten. Und damit ist die Politik nicht abgeschrieben, sondern es ist eher so, dass die Voraussetzung dafür, dass die Politik jemals den Mut hat,
eine Postwachstumsstrategie umzusetzen. Die Voraussetzung ist, dass es erst eine Selbsttransformation gibt. Der große französische Wachstumskritiker, der Papst der Décroissance-Bewegung, Serge Latouche, hat in einem Buch, das wir übersetzt haben für Ökom, ich hatte auch das Vorwort geschrieben, gesagt, die Politik ist so lange handlungsunfähig im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Transformation, wie es nicht eine Selbsttransformation gibt. Wenn es nicht einen Prozentsatz an Menschen gibt in einer modernen Bevölkerung, die auch ohne Anreizsystem und ohne Verbot oder Regulierung bereits ohne Auto leben, kein Flugzeug besteigen, Dinge reparieren, weniger Fleisch essen, die Ärmel hochkrempeln, mit Freundinnen und Freunden, Nachbarinnen und Nachbarn in der Peer Group neue Maßstäbe setzen, bevor das nicht da ist, weil es notwendig ist, um den Menschen die Angst zu nehmen vor neuen Lebensstilen. Bevor das nicht da ist, wird auch die Politik nicht aktiv. Was heißt das? Das heißt, dass wir nicht politikverdrossen sein sollten. Wir sollten Mitleid mit der Politik haben, weil sie gegen unseren Willen oder gegen die Lebensgewohnheiten der Mehrheit nichts durchsetzen können. Also müssen wir die Mehrheit durchdringen, freundlich, friedlich, durch vorgelebte Beispiele, wie zum Beispiel Reparaturcafés, aber es gibt 100 andere Beispiele, um sichtbar werden zu lassen, was ein Zukunftsentwurf ist. Und dann kann auch die Politik sagen, seht mal her, das geht ohne örtliche Betäubung. Das ist der Beweis. Wir sind der Beweis. So funktioniert der Wandel einer Gesellschaft. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, noch richtig in die Diskussion einzusteigen. Danke. Kannst du das moderieren, bitte? Oder irgendjemand, weil hier ist ja ein Mikrofon. Da war auch eine, ach, da ist eine junge Dame, die ein Mikrofon hat und kann dann, aber irgendjemand müsste das moderieren. Hier, mach du das mal. Hier hast du einen Sprechknochen, weil irgendjemand muss Ausschau halten danach, wer sich gemeldet hat. Das sollte nicht der Referent machen. Das ist mal so ein bisschen anmaßend. Hier vorne, Sie wollten doch gleich in die Diskussionsrunde einsteigen? Sie haben keine Fragen. Hat jemand von Ihnen eine Frage? Dann einfach die Hand hoch. Ich darf euch schicken, ne? Ist es an? Ja. Meine Frage wäre, wie ist es mit dem Faktor Zeit? Also natürlich, diese soziale Interaktion findet ja zum Teil schon statt. Es gibt ja sehr viele Menschen, die so leben als Pioniere und Vorreiter, aber wir haben ja nur, um die Kipppunkte beim Klimawandel beispielsweise zu vermeiden, nur ein bestimmtes ja. Zeitfenster. Und wenn die Politik darauf wartet, sozusagen, dass sich gesellschaftlich die Bedingungen hergestellt haben, dass die Politik also drastischeren Klimaschutz betreiben kann, reicht, würde das überhaupt in diesem Zeitraum möglich sein? Wir befinden uns in der Tat in einer Situation, die man als Wettlauf mit der Zeit betrachten kann. Und wir haben verschiedene Strategien, die unterschiedliche Zeit brauchen. Und ich kenne keine Strategie, die so schneckenartig, so langsam ist, wie das, was die Politik macht. Wissen Sie, wie lange das in Deutschland im Moment immer noch braucht, allein ein Windkraftwerk zu projektieren? 7 Jahre, wenn Sie Glück haben. Und das funktioniert dann leider nicht mal 100-prozentig, weil oft die Übertragungsnetze fehlen oder wenn Dunkelflauten sind, haben Sie gar nichts, ne? Was jetzt gerade da draußen ist, ist eine Dunkelflaute. Es ist dunkel und es ist kein richtiger Wind. Wo kommt jetzt der Strom her? Okay, so. Also das heißt, die Politik ist das Langsamste, was es überhaupt gibt. Wenn ich mich entscheide, morgen weniger oder kein Fleisch zu essen, dann geht das innerhalb von 24 Stunden. Es kostet kein Geld, ich spare sogar was, kein Gesetz, keine Erfindung, auch keine besondere Bildung. Also die schnellste Möglichkeit, voranzukommen, in einer nachhaltigen Entwicklung, ist das Weglassen. Eine nachhaltige Entwicklung ist keine Kunst des zusätzlichen Bewirkens, was immer Geld, Genehmigung und Erfindung und weiß der Kuckuck was an Voraussetzungen hat. Das ersatzlose Weglassen, das ist die nicht nur einfachste und sparsamste, also vom Geld her, sondern auch zeitökonomisch effizienteste Form. Wir sind inzwischen in Mitteleuropa und in anderen Industriestaaten so gebildet, dass wir nicht mehr in der Lage sind, einfache Lösungen zu akzeptieren. Die unterfordern uns. Ich habe doch nicht 8 Semester Maschinenbau studiert, um jetzt zu lernen, dass dieselbe Energiemenge, die eine Windkraftanlage unter günstigen Bedingungen erzeugt, viel besser durch Einsparung irgendwie weggelassen werden kann. Das ist zu viel des Guten.
Es kann doch nicht sein, dass wir Sachen wieder reparieren. Wie uninnovativ ist das? Das haben unsere Großeltern gemacht. Also kann es keine Lösung sein. Es darf ja keine sein. Obwohl nichts schneller voranginge, wenn wir die Industrie kleiner machen wollten, als einfach dezentral, wo immer es geht, auch in der Regionalökonomie mit Profis, irgendwie zu retten, was zu retten ist. Also ich stehe auf dem Standpunkt, dass eine Reduktionsstrategie eigentlich das, wenn wir es denn wollten, das Schnellste wäre. Trotzdem haben Sie recht, das Zeitproblem brennt uns unter den Nägeln. Ja. Also das schleichende Voranschreiten der Politik kann ich so als kommunaler Entscheidungsträger durchaus bestätigen. Da stellt sich mir jetzt aber die Frage, wie man in der Politik vorgehen sollte, um diese Veränderung zu unterstützen. Also Sie haben ja selbst gesagt, die Veränderung muss quasi von der Gruppe herauskommen, aber die Politik muss das ja in irgendeiner Form auch unterstützen können. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jeder Aufruf von Verzicht ja gegenläufig auch sofort ein Wegfall von Wählerstimmen und damit natürlich dann auch eine Reduktion der eigenen sagen wir, Handlungsfähigkeit dann bedeutet. Also was würden Sie denn dann vorschlagen, welchen Weg man dort in der Politik besser einschlagen sollte? Ja, ich habe ja gerade selber gesagt, dass ich die Politik momentan, das muss nicht so bleiben, für vollkommen handlungsunfähig halte. Schauen Sie, wir haben das erste Mal wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit einen grünen Wirtschaftsminister, der alles verschärft, was man verschärfen kann. Er kann sich natürlich rausreden und sagen, ja, ich bin ja hier in der Klemme, da ist der Lindner und da ist Scholz und Scholz lässt mich nicht und Christian auch nicht und so. Kann man ja sagen. Andererseits müsste er dann so wie Heinz-Rudolf Kunze fragen, bin weit gekommen, aber was soll ich hier? Na, jetzt mache ich LNG-Terminals, ja. Jetzt müssen Sie sich mal angucken, was da abläuft im Moment. Die bauen da Terminals hin unter einem grünen Wirtschaftsminister, die in Australien nicht genehmigungsfähig waren. Und Australien ist ein Land, wo Umweltschutz, also ich bitte Sie, ne, und so weiter. Trotzdem. Sie haben einen wichtigen Punkt gerade angesprochen. Verzicht ist überhaupt keine Kategorie. Mein Vorschlag wäre, die Kommunen zu ermächtigen, Reallabore aufzubauen, auch vielleicht sowas wie ein Postwachstumsmanagement aufzusetzen. Nicht Leute, die rumrennen und sagen, du darfst nicht mehr, sondern Leute, die beispielsweise Ginette helfen oder die einfach auch das Entstehen von Lernorten und Experimentierfeldern unterstützen, die diejenigen vernetzen, die Lust haben, daran teilzunehmen. Wir üben das in Oldenburg mit einem kommunalen Ressourcenzentrum. Wir kriegen pro Jahr irgendwie 50.000, 60.000 Euro. Das machen die. Die Ratsmehrheit hat gesagt, das machen wir. Das ist übrigens auch gut gegen den Fachkräftemangel. Und die städtische Ökonomie ist überall, das Problem haben Sie hier in Wernigerode nicht, weil es so schön ist in der Innenstadt, aber anderswo bluten die Innenstädte alle aus. Warum? Weil E-Commerce und ihr Business alles platt machen. Da bleibt nichts mehr übrig, vergessen Sie es, bis auf so ein paar Kneipen. Und selbst das sind manchmal noch Filialisten, wie wir dann sehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Innenstadtökonomie zu retten, indem eine Wertschöpfung bewahrt wird, die nicht nach eBay und Amazon abziehen kann. Und das ist die Reparatur, weil sie arbeitsintensiv ist. Und das sind auch die Verleihsysteme. Und da kann die Wirtschaftsförderung vieles machen und muss nicht von Verzicht reden. Im Gegenteil, sie wird sagen, wir tun etwas, um die Innenstädte nicht veröden zu lassen. Wir tun etwas für die Perspektiven auch junger Menschen vor Ort, damit sie dort auch eine Möglichkeit finden. Und wir retten am Ende auch ein Stück weit den Einzelhandel damit. Also man kann auf kommunaler Ebene viele Dinge tun, die nicht in diese Falle laufen, die Sie zu Recht genannt haben, dass das sofort wieder so wirkt wie du darfst nicht. Dankeschön. Also zur Diskussion, genau, ich muss gerade kurz überlegen, hier im Umfeld auf städtischer Ebene kann man ja bei sich selber anfangen zu denken, was kann ich und was kann ich hier in meinem Umfeld machen? Viele gucken vielleicht zu viel auf Politik, auf Leute, die weit in der Ferne sind und wollen dann irgendwie was daraus schließen, was eigentlich für unseren Alltag keine Rolle spielt. Aber was eine Rolle spielt, ist, was man selber hier direkt machen kann. Mir ist aufgefallen, dass es sehr verdrossen sein kann, wie man selbst mit so Materiellen umgeht, das ist richtig, dass man zum Beispiel lieber eher was Neues nachbestellt, anstatt es reparieren zu lassen. Allerdings sind dann gerade solche Events wie Tauschrausch, was jetzt nächste Woche hier stattfinden wird in Wernigerode,
super dafür, dass man mal seine alten Sachen hervorholt und die einfach so weggibt im Tausch und dadurch einen deutlichen Mehrwert hat. Genau. Gibt es noch eine Frage? Naja, ich bin so der Diskussionstyp, also ich erzähle ja, eher was. Aber solche Hinweise sind genauso wichtig wie eine kritische Frage, ne? Ich finde das total toll, was Sie da gerade sagen. Das ergänzt sich ja mit dieser mittleren von den drei Kategorien, die ich also unter dem Banner der Subsistenz angesprochen habe. Wissen Sie, und Sie haben damit ein Stück weit sogar auch den ersten Teil Ihres Statements, der doch leicht eine Frageform war, was kann ich tun, nicht auf kommunaler Ebene auch mitbeantwortet. Das Erste, was Sie tun können, ist, halten Sie Ausschau nach den Projekten, die schon da sind, von denen Sie sagen, das wäre doch ein Schritt in die richtige Richtung. Das können Repair-Cafés sein, aber es gibt auch andere Dinge. Solidarische Landwirtschaften beispielsweise sind wichtig, Mietäcker, dann natürlich Foodsharing. Und wir haben in Oldenburg einen Lastenfahrradverleih, komplett umsonst. Aber es braucht Leute, die das Ganze stützen, auch ehrenamtlich. Ich kann Ihnen so viel tausend andere Sachen aufzählen. Man muss das Rad nicht neu erfinden und darf nicht allein bleiben. Das ist frustrierend. Ich stehe dazu, dass es eine Individualethik, eine Verantwortungsethik gibt, aus der wir nicht rauskommen. Das heißt aber nicht, dass ich mich zurückziehe und dann asketisch lebe nach dem Motto, edel sei der Mensch, hilfreich und gut und suffizient dazu. Nein, Freundinnen und Freunde finden und suchen, da wo man lebt, und sich dem anzuschließen, was schon da ist, das ist eine viel einfachere und fröhlichere Vorgehensweise. Hallo? Ja. Der eine Punkt, den ich mir direkt aufschreiben wollte, als ich den gehört habe, ist einfach dieses Sharing. Dass man das ein bisschen vorantreibt, ist, glaube ich, super wichtig in unserer Gesellschaft. Nicht jede Familie braucht unbedingt ein eigenes Auto, wenn man damit nur 10-mal im Jahr fährt, sondern das über mehrere Familien hinweg zu teilen, ich glaube, das ist genau die richtige Richtung. Sehr interessanter Vortrag. Ich finde auch, Sparen ist eine sehr wichtige Dimension hier. Die muss man fördern und da Anreize schaffen. Aber ich glaube, ich bin nicht ganz so pessimistisch, was die ökonomischen Ansätze betrifft. Also meine Überzeugung ist, dass man das vielleicht auch über den Preis regeln kann. Und da ist die Politik ja schon weit vorangekommen. Bis vor 10 Jahren stand in keinem Regierungsprogramm, dass man den CO2-Preis wirklich ernst nimmt. Mittlerweile sind fast alle Parteien dabei, dass man das will in Deutschland. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass man da schon vorangekommen ist. Man hat zwei Dimensionen, die man aus meiner Sicht hinbekommen muss. Die internationale Koordination und die Frage, wie man national das umsetzen kann, weil wir diesen Zeitverzug haben zwischen der Wirkung, die Krisen, die jetzt auftreten, die treten ja immer zeitverzögert auf und die kommen dann mit größerer Wucht in den nächsten Jahren. Und dadurch entsteht natürlich auch in der Bevölkerung Bewusstsein. Ich glaube, es gibt ja kein Erkenntnisproblem, dass es jetzt gefährlich wird. Und wenn das bewusst wird, dann ist das natürlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, der dann auch die Handlungsfähigkeit der Politik fördert. Aber sehr interessant, also der Punkt, dass man sparen muss, stimme ich total zu. Wissen Sie, die Geschichte der Preissteuerung als umweltpolitisches Instrument ist ja jetzt genau 102 Jahre alt. 1920 hat der legendäre Arthur Pigou, ein Vordenker der ökonomischen Theorie in London, das Buch The Economics of Welfare vorgelegt. Und seither, erst recht seit 72, seit dem Club of Rome, erzählen wir uns immer in den Sozialwissenschaften, dass doch nichts wichtiger wäre, als eben die ökologisch ruinösen Handlungen und vor allem auch Objekte zu bepreisen. Das Dumme ist nur, dass dieses Instrument bis heute noch nirgends auf diesem Planeten so angewandt wurde, dass man zeigen konnte, dass eine ökologische Entlastung dabei herauskam. Es gibt eine Studie von amerikanischen Kolleginnen und Kollegen aus der Umweltökonomik, die diese Studie vorgelegt haben. Und es ist in der Tat so, es ist eine irre Anzahl an Ländern, die so etwas eingeführt haben, auch in Deutschland unter Schröder und Trittin, die sogenannte Ökosteuer. Allerdings nach dem Motto, stell dir vor, es ist Ökosteuer und keiner merkt was davon. Denn das Instrument speist sich nicht aus sich heraus. Jedes marktwirtschaftliche Instrument der Umweltpolitik beruht auf Voraussetzungen, die das Instrument selbst nicht erfüllen kann. Auch die Cap-and-Trade-Lösung, also der europäische Emissionshandel, ist für mich theoretisch eine wunderbare Vorgehensweise. Aber eines muss uns beiden klar sein.
wenn die Entkopplung nicht funktioniert, und die ist immer als Möglichkeit unterstellt worden, wenn wir von Preis- oder Mengensteuerung sprachen, wenn die nicht funktioniert, würde ein immer höherer Preis bedeuten, dass die Wirtschaft in die Knie geht. So, und was tut jetzt gerade die Regierung? Sie macht das im Gegenteil. Sie legt überall Geld drauf, wo man vorher aus umweltökonomischen Gründen hätte sagen müssen, ob das Gas oder ob das Wohnraum ist. Alles ist ökologisch ruinös in dem Bereich. Das müsste eigentlich teurer werden. Sie knickt sofort ein. Das heißt, die immer mitgedachte Prämisse bei Ökosteuern, Emissionssteuern, war immer, dass das nur ein Lenkungsinstrument ist, das einen anderen Wohlstand oder eine andere Auswahl von Gütern sozusagen herbeiführt. Aber es war nie angedacht, durch solche Instrumente den Wohlstand langsam zu sinken. Das hat kein Politiker und auch kein Kollege oder keine Kollegin von uns jemals offen auszusprechen gewagt. Und deswegen ist meine Befürchtung die folgende. Würde jetzt plötzlich die Bundesregierung mal auf die Idee kommen und auf uns Umweltökonomen hören und dann zu hören kriegen, dass eine Tonne CO2 ja wohl mindestens, damit wir über einen Trickle-Down-Effekt wirklich einen Anreiz haben, 250 Euro kostet Minimum. Ja, dann wäre das politisch sowas von nicht durchsetzbar. Das ist vollkommen klar. Was tut dann die Politik? Genau, was schon Schröder und Trittin vorgeführt haben. Sie machen eine Symbolik. Sie führen die Steuer ein und setzen sie auf so ein mittleres Niveau, damit niemandem irgendwas dadurch letzten Endes vereitelt wird. Und das führt dazu, dass ich jetzt sage, so, da ist das TUI-Büro, und da sind ja jetzt diese Ökosteuern jetzt und die sind ja auch eingesickert. Und wenn ich mir jetzt die Kreuzfahrt leisten kann, dann bin ich jetzt sogar befreit von allen Gewissensbissen und von allen Verantwortungsproblemen. Denn nach der Logik dieses Instrumentes ist ja damit das Problem gelöst. Ich habe ja dann keine individuelle Verantwortung, die habe ich ja delegiert an das Anreizsystem beziehungsweise die Politik, die das Anreizsystem sozusagen aufsetzt. Das ist eine große Gefahr. Es kann sein, dass dann also mit noch mehr Freude gefahren, geflogen, Fleisch gegessen, sonst was gemacht wird. Das heißt also, das ist so eine ganz schwierige Gratwanderung, die man eigentlich vor sich hat, wenn man auf diese Preissetzungsinstrumente setzt. Oder auch Cap and Trade. Was passiert denn in Brüssel? Man setzt den Cap so hoch, dass keiner was merkt. Weil es politisch nicht durchsetzbar ist, das wirklich zu einem scharfen Schwert zu machen. Das ist meine Befürchtung. Theoretisch haben Sie nicht Unrecht. Ne? Ganz prima in der Zeit. Ich würde noch eine Frage genehmigen. Sie stimmen mir vielleicht zu, wenn Sie sagen, dass wir alles schon wissen, um eben ökologisch in der Zukunft leben zu können. Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus zur Veränderung der Bildung von jüngstem Alter bis zum Studium? Was könnten wir im Grunde weglassen, weil wir das nicht wirklich brauchen? Es fängt an mit der Digitalisierung. Die Digitalisierung ist der letzte Sargnagel, den die menschliche Zivilisation noch gebraucht hat, um definitiv unterzugehen. Punkt. Ich weiß, dass wir die Digitalisierung jetzt nicht mehr aus unserem Leben rausbekommen, aber in der Bildung dafür zu sorgen, dass die Digitalisierung nicht alle anderen Kompetenzen verdrängt, das wäre mir schon wichtig. Ich glaube auch, dass es, ich meine, ich bin jetzt nicht angesiedelt in der Pädagogik, also ich kann jetzt nicht viel über Lehrpläne sagen, aber ich meine, ich bin jetzt 61, ich habe noch einen Schulunterricht erlebt, wo Werken, wo Textiles gestalten, wo Kochen noch irgendeinen Stellenwert hatte. Und ich habe auch einen akademischen Werdegang irgendwie hinbekommen. Ich kann nicht verstehen, weshalb das nicht funktioniert. Ich bin kein großer Fan jetzt der Waldorfpädagogik, muss aber sagen, dass hier noch Elemente vorzufinden sind, die tatsächlich an das physische, manuelle, haptische Gestalten sozusagen angelehnt sind. Diese Mixtur stelle ich mir schon vor. Ja? Ein Schulsystem, in dem eben tatsächlich die Vorbereitung auf die Möglichkeit auch einer handwerklichen
beruflichen Laufbahn, wo so etwas auch stattfindet. Das gibt es nicht mehr. Wir sind uns, oder wir nicht, ich müsste sagen die, ich bin nicht dabei, aber die Politik über alle Fraktionsgrenzen hinweg ist sich einig darüber, dass es nichts Wichtigeres gibt, als junge Menschen davon abzuhalten, wirklich zu arbeiten. Es wird alles darauf gemünzt, nur digital und akademisiert irgendwie Prozesse zu triggern, ja. Und wir haben selbst in der Vergangenheit Beispiele dafür erlebt, dass das nicht unbedingt so sein muss. Es gibt auch viele Beispiele für Schulsysteme. Ich denke an die Werkschulen, die es gibt. Auch in Österreich habe ich mir neulich eine angeguckt, wo also in Österreich heißt ja Abitur Matura, wo das Matura gemacht wird in einem Schulkomplex. Ich war im Felbertal, das ist nicht weit, das ist die Werkschule Felbertal, die nicht weit von Salzburg entfernt ist, wo ich einen Vortrag gehalten habe in einer Werkstatt. Vor Abiturientinnen und Abiturienten, die hatten alle einen Blaumann an. Da flogen die Sägespäne. Das scheint möglich zu sein. Wir haben auch im Ruhrgebiet ein paar Beispiele für solche Schulen. Ich weiß da nicht, ob das Montessori- oder Waldorfschulen sind oder vielleicht sogar Schulen, die nicht so einen, ich sag mal, so einen reformpädagogischen Anspruch haben. Also da müssen wir auch das Rad nicht neu erfinden, sondern müssen die Maximen einfach mal setzen, ne? Gut, dann noch eine letzte Frage. Noch zwei Fragen. Gut. Wer hat sich denn zuerst gemeldet? Ich habe jetzt nach vorne geguckt. Ich versuche es einfach mal. Sie haben ja doch relativ viel kritisiert, auch was gerade so in der aktuellen Politik los ist. Viele Denkansätze, aber wie können Sie selber eigentlich ruhig dabei bleiben bei den ganzen Herausforderungen, die eigentlich uns noch bevorstehen würden, um irgendwie da zu einem guten Ergebnis zu kommen? Angesichts unseres Altersunterschieds wäre das mein Text. Also meine Frage an Sie. Also ich glaube, dass wir echt noch eine Chance haben. Das sage ich Ihnen als Ökonom. Wir werden nicht aus Einsicht in die Notwendigkeit, so wie wenn jemand einen Kippschalter umlegt und alle sagen, aha, so geht das, werden wir die Kurve kriegen, sondern die Krisen werden zum Lehrmeister, erstens. Zweitens werden aber auch Aktivistinnen und Aktivisten, die jetzt zwar als Minderheitenphänomen nur, aber trotzdem als Vorreiterinnen und Vorreiter, werden ein Stück weit die Blaupausen erschaffen, auf deren Grundlage gelernt werden kann. Ich habe im Moment ein riesiges Forschungsprojekt, das ich seit einem Monat ungefähr leite, wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Da geht es nur um solidarische Landwirtschaft. Und ich arbeite sehr eng zusammen natürlich mit Praktikerinnen und Praktikern, so auch mit dem bundesdeutschen Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Und ich habe festgestellt, dass obwohl die Politik die solidarische Landwirtschaft nicht nur nicht fördert, sondern regelrecht bekämpft, muss man ja sagen, dass es tatsächlich einen interessanten Zuwachs dieser Wirtschaftsform gibt. Und das macht mir Hoffnung. Und ich sehe, dass mit jeder weiteren Krise, die wir durchleben, die Anzahl der Menschen wächst, die sagen, nein, dem vertraue ich nicht mehr, diesem verführerischen Lebensstil, den wir bis jetzt praktiziert haben. Das geht nicht. Das wird, also wie gesagt, da gibt es keine Lawine, das ist schon klar. Aber wir haben zwei Bewegungen. Einmal die Großwetterlage. Auch wenn morgen Putin verhandelt mit Zelensky und die wirklich eine Friedenslösung finden würden und nie wieder ein Coronavirus kommt, werden wir andere Krisen haben. Das Finanzsystem der EU ist wackelig. Die Fracking-Blase in den Vereinigten Staaten kann jederzeit platzen. Dann ist es aus mit der Wohlstandsparty. Ja? Da kommt noch einiges auf uns zu. Aber wenn parallel zu den Krisen dezentral die Blueprints aufgebaut werden, die Widerstandsnester, die fröhlich und friedlich jetzt schon vorleben, was dann beherrscht werden muss, dann haben wir eine Chance, aus diesen Krisen wirklich einen Lerneffekt zu ziehen, nämlich indem wir das aufgreifen, was die jetzt noch verlachten Minderheiten vorleben und damit tatsächlich in eine Zukunft gehen, die sich ökologisch vielleicht noch halbwegs stabilisieren lässt. Diese Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben. Ich glaube, da sind wir ganz schnell bei Immanuel Kant, wir sind auch bei Hegel vielleicht und einigen anderen Philosophen, die immer weit in die Zukunft gedacht haben. Wenn wir keine Hellseher sind, was wir nicht sein dürfen, weil Hellseherei Anmaßung ist, dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren. Es wäre unmenschlich, jetzt schon aufzugeben, weil dann sind wir wirklich im Eimer. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bei manchen, das ist der eine Strang. Der andere Strang, Sie brauchen doch keine Krise,
um jetzt schon nachhaltig zu leben, richtig? Es gibt genug Menschen, die Sie kennen, und Sie selbst haben ja auch die Chance, das zu praktizieren, nicht erst auf die Krise zu warten. Seien Sie Vorreiterin, und zwar nicht, um sich zu kasteien, sondern um stolz auf sich zu sein. Was ist denn der Sinn des Lebens? Konsum? Weltreisen oder Teil einer Lösung zu sein? Die Frage, die ist jetzt nicht wissenschaftlich, okay? Aber die Frage müssen wir uns alle stellen. Und wenn wir wissen, dass wir Teil der Lösung sind oder an Lösungen mitwirken, dann ist das auch eine Kraftquelle. Dann nimmt ihn auch so schnell keiner, sage ich mal, die schlechte Laune. Ja? Also ich bin schon im Gespräch. Ich hatte eigentlich nur zwei Anmerkungen. Die erste war nochmal zu Ihrer Schulbildung, was Sie vorher gesagt hatten. Es ist ja heutzutage schon so, dass als unterstreichend nur, dass die ein Baufirma sich Leute sucht zur Ausbildung, die mindestens Abitur haben, weil 10. Klasse kann kein Pythagoras mehr. Was früher 8. Klasse Ausbildung war, um einen Maurer zum Beispiel zu erlernen, das muss heute ein Abitur haben. So viel zur Schulbildung. Das ist aber auch flächendeckend, deutschlandweit, vielleicht Bayern ausgenommen. Und das andere ist dies, um auf diese Katastrophe bzw. Pioniere, sicherlich braucht es Pioniere, aber ich bin auch der Meinung, auch wenn es sarkastisch mag klingen, Deutschland braucht 10-mal im Jahr ein Ahrtal, um wach zu werden. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, es gibt viele Menschen, die diese Meinung teilen. Ne? Also ich gehe jetzt auf den zweiten Teil Ihres Statements ein. Naja, dieses braucht und müssen, das ist natürlich, das klingt so ein bisschen missverständlich. Ich würde eher sagen, ich habe die Befürchtung, dass diese Krisen zunehmen. Schön finde ich die nicht. Also ich bin immer noch jemand, der den Gedanken an die Aufklärung nicht aufgibt und immer noch hofft, dass es möglichst viele sind, die aus Einsicht in die Notwendigkeit die Kurve kriegen. Aber vermutlich, ich habe das ja auch ein paar Mal durchblicken lassen oder auch dementsprechend hier Fragen beantwortet, vermutlich wird es so sein, dass es noch viele Krisen gibt. Wir können nur hoffen, dass das keine schlimmen Krisen sind, sondern Krisen sind, die uns immer noch die Möglichkeit geben, daraus Konsequenzen zu ziehen. Aus der Ahrtal-Krise haben wir leider keine Konsequenz gezogen. Entschuldigung, das würde Ihnen natürlich recht geben. Aber nochmal, aus Krisen Chancen zu schmieden, das ist für mich das Gebot der Stunde. Ja. Gibt es jetzt noch Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Dann bleibt mir übrig, dir zu danken mit unserem Campus Gold. Ah. Von unseren eigenen Bienen. Und wenn ich jetzt schon mal das Mikro in der Hand habe, dann nutze ich das natürlich. Es wurde heute beiläufig ja mal das Thema Reparieren erwähnt. Draußen auf dem Büchertisch, wir verkaufen jetzt noch ein paar Bücher, werden auch von Nico nochmal signiert. Da liegt auch der Zettel mit den nächsten Terminen vom Repair-Café Wernigerode. Nächste Woche findet gleich das nächste statt, nach dem Tauschrausch. Und Sie sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, auch wenn Sie kein defektes Gerät haben, einfach um mal Pioniere bei der Arbeit zu sehen und auch die Stimmung wahrzunehmen. Und dann bleibt mir nur noch zu danken der Technik, Ihnen, dass Sie heute hier waren, Nico, und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke. Ja, schön. Vielen Dank.